Halleluja! Einen wunderschönen gesegneten Abend, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu unserem Gebets- und Lehrabend. Halleluja! Ja, wir wollen ja ins Wort gehen später noch. Wir wollen im Wort studieren, aber wir wollen auch ins Gebet gehen. Halleluja! So wunderbare Dinge haben wir heute vor. So wunderbare Dinge erwarten uns heute. Halleluja! Und es ist wunderbar, dass du da bist. Es ist wunderbar, dass du auch uns online zuschaust, egal wo du gerade bist. Sei herzlich willkommen. Sei hier bei uns. Sei Teil an dem, was der Herr vorhat, was der Herr uns geben möchte, was der Herr uns sagen möchte. Sei dabei. Halleluja. Und lass dich darauf ein. Lass dich darauf ein, was der Herr dir geben möchte. Lass dich darauf ein, was der Herr dir sagen möchte. Denn es liegt nur an dir. Halleluja. Der Herr hat alles vollbracht. Amen. Der Herr hat es vollbracht und jetzt ist es deine Entscheidung, dein Schritt, den du tust und sagst, ja Herr, hier bin ich und möchte von dir hören. Ich möchte in deine Gegenwart kommen. Ich möchte voll Glauben hier stehen und etwas von dir erwarten, was du mir heute gibst. Und eins ist mir wichtig geworden, was mein Bruder auch mir weitergegeben hat vor ein paar Tagen. Er hat gesagt, es ist wichtig, eine Sehnsucht zu haben. Eine Sehnsucht zu haben nach dem Herrn. Eine Sehnsucht nach seiner Gegenwart, nach seinem Wort, nach dem, was der Herr geben möchte. Dass du eine tiefe Sehnsucht danach hast. Dass es unwichtig ist, wie lange du im Glauben bist. Dass vollkommen egal ist, ob du erst heute zum Glauben gekommen bist oder schon 10 Jahre im Glauben bist. Dass du eine beständige Sehnsucht hast. Und dass du im Herzen hast, Herr, ich will nicht genug von dir bekommen. Ich will immer mehr von dir bekommen. Ich will immer mehr von dir haben. In deinem Wort, in der Gegenwart von dir, in den Gebeten zu dir, dass es in mir wie ein Feuer brennt. Halleluja. Ein Feuer, das niemals ausgehen wird. Dass man Zeugnis geben kann davon, hey, zum Beispiel hier, Gabriel, ich kenne ihn schon seit 5 Jahren, aber das, was in ihm ist, dieses Feuer ist genauso stark wie vor 5 Jahren, dass es nicht schwach geworden ist, dass er immer noch beständig im Glauben ist, noch immer beständig am Herrn ist. Oder meine Schwester, Halleluja, egal ja, wie es ihr geht, egal welche Situation gerade ist, dass sie trotzdem immer noch im Feuer ist, dass sie trotzdem immer noch an dem Herrn festhält, Halleluja, und man Zeugnis geben kann davon und man einfach davon ja etwas empfangen kann, Halleluja. Egal, ob ich zu meinem Bruder Roland gehe, zu meiner Schwester Daniela, egal zu wem ich gehe, Halleluja, ich kann von ihm etwas empfangen, ich kann von ihm etwas bekommen, weil das Feuer brennt, Halleluja, weil das Feuer da ist, die Freude am Herrn, die Sehnsucht nach dem Herrn und ich immer etwas davon bekomme, Halleluja. Und ich finde, das bringt der Psalm 63 so zum Ausdruck. Den Psalm 63 wollen wir auch gemeinsam aufschlagen und gemeinsam proklamieren. Halleluja. Denn in diesem Vers sind so viele Proklamationen der Sehnsucht. So viele Proklamationen, ja, die der Psalm David hier uns gibt, wo er sich nach dem Herrn sehnt, wo er sich nach dem Herrn ausstreckt und nach ihm verlangt. Halleluja. Und diesen Psalm wollen wir gemeinsam lesen. Die Verse 2 bis 9 wollen wir lesen. Halleluja. Psalm 63, die Verse 2 bis 9. 1, 2, 3. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir. In deinem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang. In deinen Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark. Und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Wenn ich an dich gedenke, auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden. Und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel.
An dir hängt meine Seele, meine Rechte hält mich aufrecht. Amen. Amen. Nimm diesen Psalm, diese Verse mit ins Gebet. Wenn du vielleicht auch gerade merkst, dass ja, dir etwas fehlt, dir etwas mangelt. Wenn du merkst, mein Glaube ist gerade schwach, dass diese Sehnsucht nicht mehr so ist, wie vorher war. Dass da etwas gekommen ist, wo mir zum Beispiel mich hindert, leichter ins Wort zu gehen. Wo mich hindert, ins Gebet zu gehen. Dass du auch das vor den Herrn bringst und vor den Herrn eintrittst und sagst, Vater, ich bin gerade schwach. Mir mangelt es gerade an Gebet. Mir mangelt es gerade an der Wortzeit. Mir mangelt es gerade an so vielen Dingen, Herr. Fülle du es aus, Herr. Und dass du in mein Herz wie diese Sehnsucht bringst, diese Sehnsucht nach dir, diese Sehnsucht nach Wort, diese Sehnsucht nach Gebet, Halleluja, nach der Gemeinschaft mit dir, dass er auch da in dein Leben etwas bewirken kann, etwas dir geben kann, was dir mangelt, was dir fehlt, Halleluja. Lasst uns das auch ins Gebet bringen. Lasst uns das auch vor den Herrn bringen jetzt und so vor den Herrn eintreten. Halleluja, Vater. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, unser Gott und König, unser mächtiger Schöpfer, unser Herr, der Herrscher, unser einzig wahrer Gott, Herr. Herr, wir danken dir, du mächtiger, treuer Gott, du Herr, der Herrscher. Wir danken dir, Herr, für diesen wunderbaren Abend, Herr, für diesen wunderbaren Tag, den du uns gegeben hast. Wir danken dir, Vater, für die Zeit heute, Herr Vater, die du uns gegeben hast, Herr Vater, dass wir vor deinem Thron stehen dürfen, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, Herr Vater, dass wir hier sind, Vater, dich anzubeten in Wahrheit und Geist. Ja, wir hier sind versammelt, Herr, deine Gemeinde, wir sind versammelt, Herr, deine Braut ist hier, dein Leib ist hier, Halleluja. Wir sind hier, Vater, in deiner Gegenwart, Herr, um dich zu loben, dich zu preisen, dich zu ehren, dich zu anbeten, Herr Vater. Ja, dich zu sehen von Angesicht zu Angesicht, Herr. Ja, dir die Ehre zu geben, Herr Vater. In allem, was wir tun, was wir sagen, Herr, wollen wir dich verherrlichen, Herr. Wollen wir dir die Ehre geben, Herr. Wollen wir dich anbeten, wollen wir dich loben, wollen wir dich preisen, wollen wir dich ehren, wollen wir dich anbeten, Herr. Unser Gott und König, unser mächtiger Schöpfer, unser Herr der Herrscher, unser einzig wahrer Gott. Halleluja. Ja, wir beten nicht an. Ja, wir beten nicht an. Unser Gott und König, unser mächtiger Vater, unser mächtiger Schöpfer, unser mächtiger Erlöser, Herr. Dir sei all die Ehre, Herr. Mein Gott und König, Herr. Mein Schöpfer, mein Erlöser, Jesus Christus, Herr. Der Herr, der Herrscher, Herr. Der mächtige Gott und König. Bist du allein. Bist du allein, mein Gott und König, Herr. Mein Schöpfer, mein Erlöser, mein mächtiger Vater, mein mächtiger Gott und König, Herr. Ja, wir geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre, Herr, du mächtiger Vater, du mächtiger Gott und König, Herr. Mekatashe barakatamego to sekatashe, labakatamego to sebarakatamego to she, labakatamego to sekatashe, labakatamego to sekatashe bogotoma, nakatashe bogoto selabakatama, nakatashe bogoto selabakatame, nakatashe lo bogotoma katase, labakatamego to sekatashe lo bogotoma, nakatashe bogoto sekatashe, labakatamego to sekatashe, labakatamego to sekatashe, labakatame, nakatashe lo bogoto mekatase koto she, labakatamego to sekatale bogoto na, nakatashe bogoto lebakatame, nakatase bogoto lebakatame koto sha, takatale bogoto makatashe bogoto sa, takatale bogoto makatashe koto se, legoto mekatase katale bogoto makatashe, lakatamego to sekatale koto sha, takatale katase bogoto makatashe, legoto mekatase bogoto lekatashe, labakatamego to sekatashe bogoto se, du Herr der Herrscher, du mächtiger Gott und König, du einzig wahrer Gott, Herr Vater, Herr. Herr, wir sind hier in deiner Gemeinde, wir sind hier, Vater, versammelt. Wir sind hier in deiner Gegenwart. Wir sind hier, Vater, weil wir eine Sehnsucht haben nach dir, weil
wir eine Freude haben nach dir, weil wir ein Verlangen in uns haben, Herr, in unserer Seele, in unseren Herzen, tief in uns, Herr, ist dir eine Sehnsucht, eine Freude, ein Verlangen nach deinem Wort, nach deiner Gegenwart, ja, tief in uns, Herr Vater, ja, soll diese Sehnsucht sein, soll dieses Verlangen sein, Herr Vater, nach deiner Gegenwart, nach deinem Wort, Herr, nach dir, Jesus, Herr, sehen wir uns, Herr, sehen wir uns, Herr, mit ganzem Herzen, Herr, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, Herr, sehen wir uns, Herr, nach dir, Jesus, Herr, Herr, wir brauchen diese Sehnsucht, Herr, wir brauchen diese Sehnsucht, Herr, dieses Verlangen, Herr, in uns, Herr, nach dir, Jesus, Herr, Herr, wir brauchen dieses Feuer in uns, Herr, das in uns brennt, Herr, das in uns lodert, Herr, das in uns ist, Herr Vater, ja, diese Sehnsucht, Herr, nach deinem Wort, Herr, nach deiner Gegenwart, Herr, nach dir allein, Herr, sehen wir uns, Herr Vater, und Herr, wir brauchen das, wir brauchen das immer mehr, Herr Vater, Herr, wir wollen uns immer wieder daran erinnern, Vater, Herr, wie gut du bist, wie wunderbar du bist, Herr, wie treu du bist, wie herrlich du bist, Herr, wie sehr wir dich brauchen, Herr, wie sehr wir nach dir verlangen, Herr, wie sehr wir deine Gegenwart, Herr, nötig haben, Herr, gerade in dieser Zeit, Herr, gerade da, wo wir stehen, Herr, gerade die Situation, die wir durchgehen, Halleluja, Herr, Herr, wir verlangen nach dir, Herr, Herr, wir sehen uns nach dir, Herr, wir suchen nach dir, Herr, wir klopfen an, Herr, Herr, wir bitten, Herr, um deine Gegenwart, Herr, wir wollen, Herr, dir begegnen heute wieder neu, wir wollen dich sehen, Herr, von Angesicht zu Angesicht, Herr, wir wollen hören von deinem Wort, wir wollen hören von deiner Gegenwart und hören, Herr, von deiner Stimme, Herr, wir wollen hören, Vater, was du uns offenbaren möchtest, Herr, was du uns zeigen möchtest, Herr, Herr, wir wollen, Herr, deine Herrlichkeit sehen, wir wollen deine Herrlichkeit sehen und deine Herrlichkeit sehen heute, Herr Vater, Herr, offenbare deine Herrlichkeit, offenbare, Herr, deine Herrlichkeit in dieser Ort, Herr, deine Herrlichkeit, Herr, wollen wir sehen, deine Herrlichkeit, wollen wir erleben, Herr, deine Herrlichkeit ist, Herr, die wir brauchen, Herr, ja, deine Herrlichkeit, Herr Vater, soll in diesem Ort sein, Herr, ja, dein Heiliger Geist, Herr, soll hier sein, Herr, und wirken und drehen, Herr, durch Wunder und Zeichen, Herr, durch Offenbarung, durch Erkenntnis, Herr Vater, Herr, Herr, wir brauchen deine Herrlichkeit, Herr, wir brauchen deine Gegenwart, Herr, wir brauchen deine Nähe, Herr, wir brauchen dein Wort, Herr, wir brauchen dich, Jesus, wir brauchen dich, Jesus, wir brauchen dich, Jesus, Zünde ein Feuer in unserer Mitte, ein verzehrendes Feuer, Herr Vater, soll in unserer Mitte sein, ein Feuer, Herr, der Erweckung, ein Feuer der Liebe, ein Feuer, Herr, ein Feuer in uns, ein Feuer in uns, Herr, dass ein Feuer brennt, Herr, in unserer Familie, dass ein Feuer brennt, in unserem Herzen, Herr, dass ein Feuer brennt, Herr, Halleluja, Herr, in allen Bereichen unserer Liebe, Herr, soll ein Feuer brennt, soll ein Feuer erwachsen, Herr, soll ein Feuer groß werden, Herr, in uns, Herr, ein verzehrendes Feuer, ein mächtiges Feuer, ein starkes Feuer, Herr, wollen wir erleben, Herr, wollen wir sehen, Herr Vater, Herr, lass dein Feuer fallen, in diesem Ort, lass dein Feuer fallen in unserem Herzen, lass dein Feuer fallen, Herr, in unsere Gedanken, Herr, dass alles verzerrt wird, dass alles zerstört wird, Herr, dass alles vernichtet wird, Herr Vater, Herr, was dir nicht wohlgefällig ist, Herr, was von beides, die Werke des Teufels, die Werke von Satan, sollen dadurch verzerrt werden, sollen dadurch zerstört werden, sollen dadurch vernichtet werden, im Namen Jesus Christus, Herr, dass ein Feuer hier ist, dass ein Feuer ist, im Namen Jesus, Makata Leba Gata Shet,
Wir brauchen mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir. Mehr von dir, Jesus. Immer mehr von dir. Er mehr diesen Hunger. Mehr diesen Durst. Mehr dieses Verlangen. Mehr diese Sehnsucht. Mehr diese Freude an dir. Mehr diese Liebe von dir. Mehr von dir, Vater. Mehr von dir, Jesus Christus. Mehr von dir, Herr. Wir wollen deine Gedanken haben. Wir wollen deine Gesinnung haben. Wir wollen deine Wege gehen, Herr. Wir wollen, Herr, dir nachwandeln, Herr. Dir nachlaufen, Jesus. Herr, wir wollen mehr. Mehr von dir, Jesus. Mehr von dir, Jesus. Mehr von deiner Kraft. Mehr von deiner Macht. Mehr von deiner Freude. Mehr von dir, Jesus. Mehr von dir, Jesus. Mehr von dir, Jesus. Halleluja. 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 Seid ihr wach? Halleluja. Seid ihr im Feuer? Halleluja. Amen. Der Herr ist hier. Halleluja. Der Herr, der mit Feuer antwortet, ist hier. Halleluja. Halleluja. Der Herr ist gut. Lass uns noch in eine Stelle gehen. In Offenbarung, Kapitel 12. Aber wir wollen warm bleiben im Gebet. Wir wollen heiß sein. Halleluja auf den Herrn. Wir wollen beständig im Gebet bleiben. Und wir wollen den nächsten Gebetspunkt uns anschauen. In Offenbarung, Kapitel 12. Halleluja. Die Verse ab Vers 9. Vers 9 möchte ich lesen. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft eines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Amen. Amen. Der Verkläger wurde hinabgeworfen auf die Erde. Der Verkläger ist nicht mehr im Himmel zu finden. Halleluja. Aber er ist jetzt hier auf der Erde, der Verkläger. Er ist hier, Halleluja. Er ist hier, auch sogar in seiner Gemeinde. Er ist hier. Und ja, wir wollen ihn hier nicht unterschätzen. Wir wollen ihn kennenlernen als den Verkläger. Als der Verkläger, der ja unsere Brüder verklägt. Er verklagt nicht die Welt. Er verklagt nicht die Ungläubigen. Er verklägt die Brüder. Halleluja. Er verklägt die Gemeinde.
und sucht Anklagepunkte, sucht Risse in deinem Leben. Und wenn er das versucht, und ich glaube, wir kennen das alle aus unserem Leben, dass der Feind ankommen möchte mit Anklagepunkte. Mit Anklagepunkte über dein Leben und ganz besonders auch über deine Vergangenheit. Dass er das benutzen will, was du in der Vergangenheit, in deinem alten Leben getan hast, dir das wieder vor Augen bringen möchte. Und dir sagen möchte, hey, schau mal hier, da dieser Punkt, Alkohol, da dieser Punkt, Unzucht. All diese Dinge aus deinem alten Leben, er bringt das wieder in Erinnerung und will dich damit verklagen und fragt dich, liebt dich Gott wirklich, so wie du damals warst? Kann dich Gott wirklich so annehmen mit all diesen Punkten? Ja, das sind so seine Strategien. Das sind so seine Anklagepunkte, die er aufbringen möchte, um dir den Glauben zu nehmen, um einen Samen des Zweifels zu setzen, um so dir einfach die Hoffnung zu rauben, dass die Liebe Gottes immer noch da ist, dass die Gnade Gottes immer noch da ist und dass du jetzt wahrhaftig umgekehrt bist, wahrhaftig Buße getan hast aus deinem alten Leben und nichts mehr mit diesen alten Dingen zu tun hast. Aber der Feind möchte da immer noch eine Tür finden in deinem Leben. Er möchte da immer noch in dein Leben eingreifen und dich daran erinnern. So wie er es im Himmel getan hat und die Brüder verklagt hat. Genau die gleiche Strategie, die gleiche Waffe benutzt er heute noch. Halleluja. Und wir wollen aufstehen. Wir wollen eintreten im Gebet und entgegentreten dem Verkläger. Entreten gegen den Satan, die Schlange, die verführen möchte, die durch Anklagepunkte dein Leben ja rauben möchte. Das rauben möchte, was so wertvoll ist, was Gott dir geschenkt hat. Halleluja. Und wir wollen im Gebet noch eintreten. Wir wollen noch aufstehen, Halleluja, und dem Ankläger zurechtweisen. Den Ankläger seine Stimme zu nehmen. Dass jede Anklageschrift, die er vorbringen möchte, vollkommen zerrissen ist in deinem Leben. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns so aufstehen. Lass uns so eintreten noch im Gebet. Halleluja. Vater, Herr, wir kommen gegen jede Anklagepunkte. Wir kommen gegen alle Anklagepunkte, die dieser Ankläger bringen möchte, Herr Vater. Herr, wir kommen gegen jede Schuldschrift, Herr Vater, die Satan uns erinnern möchte, wo der Satan uns zu alten Leben noch uns anklagen möchte, Herr. Herr, wir treten dem Feind entgegen. Wir treten dem Verkläger entgegen. Wir treten ihm entgegen, Herr, im Namen Jesus Christus, Herr. Im Namen Jesus Christus, Herr. Denn durch Jesus Christus sind wir gerechtfertigt. Durch Jesus Christus, Herr, sind wir freigesprochen, Herr. Durch das Blut des Lammes, Herr, sind wir freigesprochen, Herr. Im Namen Jesus Christus, Herr, hat jede Anklage, Herr, keinen Zugang mehr. Hat jede Anklage, Herr, keine Tür mehr in mir, Herr. Egal welche Anklagepunkte der Feind bringen möchte, Herr, gegen mein Leben, Herr, gegen mein altes Leben, Herr. Im Namen Jesus, ich gebiete, dem Verkläger zu schweigen. Ich gebiete, Herr, im Namen Jesus Christus, Herr, dass jede Anklagepunkte, der zerrissen ist, Herr. Und jeder Anklagepunkt im Namen Jesus Christus, Herr, nicht mehr zu tun hat in meinem Leben, Herr. Egal, wo der Feind, Herr, mit Anklagen kommen möchte, egal, wo der Feind mit Anklagepunkten, Herr, niederreißen möchte, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Ich lege die Lang, 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 Tage der Schäbung und der Matake der See, Tage der Lebung und der Matake der See, Tage der Schäbung und der Lebake der Mee, Tage der Schäbung und der Lebake der Mee, Tage der Schäbung und der Schäbung und der Lee, Tage der Schäbung und der Matake der See, Tage der Lebung und der Matake der Schäbung und der Nee, Tage der Schäbung und der Lebake der Mee, Tage der Schäbung und der Mee der See, Tage der Lebung und der Matake der See, Tage der Lebung und der Marke der Schee, Tage der Lebake der Mege der Schee, Tage der Lebake der Mege der Schee, Tage der Selebake der Schee, im Namen Jesu, gebiete ich dem Feind zu schreiben, im Namen Jesu Christus, gebiete ich dem Feind, jede Anklage pinte über das Leben, mein Bruder, mein Schwester, mein Leben zu zerstören, im Namen Jesu, egal wo der
der Feind anklagen möchte, egal wo der Feind erinnern möchte, im Namen Jesus Christus, Herr, ich zerstöre jede Anklagepunkte, ich zerstöre jede Anklage, die der Feind vorbringen will, im Namen Jesus Christus, Herr, denn im Namen Jesus Christus, Herr, sind wir freigesprochen, im Namen Jesus Christus, Herr Vater, sind wir frei, Halleluja, von jeder Anklageschrift, von jeder Anklagepunkt, von jenen Anfechtungen, Bedrängnisse oder Feind bringen möchte, im Namen Jesus Christus, Herr. Danke, Vater. Danke dir, mein König. Danke dir, mein Schöpfer. Halleluja. Halleluja. Amen. Wir freuen uns auf das Wort. Sei gespannt und sei wachsam. Halleluja. Hab die Bibel bereit. Sei ja, mit offenen Ohren, mit offenen Herzen hier. Sei mit offenen Augen da, dass du das Wort, das wir hören dürfen, ja einfach aufnehmen kannst, erfahren kannst. Halleluja. Weil der Herr hat etwas Wunderbares für dich vorbereitet. Etwas Wunderbares dir zu geben. Und verpass es nicht. Verpass es nicht. Halleluja. Amen. Ja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wir geben den Herrn Applaus. Nicht mich, gib mir keinen Applaus, sondern gib den Herrn einen Applaus. Nein, gib den Herrn einen Applaus. Halleluja. Unsere Erlöser lebt. Er heißt Jesus Christus. Amen. Unsere Erlöser, Halleluja. Es gibt Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es gibt Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands. Es gibt Kraft, 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 wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands. Es ist Sieg, 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 wunderbare Sieg in dem Blut, in dem Blut. Es ist Sieg, Sieg, wunderbare Sieg in dem Blut des Heiland. Gib den Herrn einen Applaus. Amen. Halleluja. Das Blut des Lammes ist mächtig. Amen. Das Blut des Lammes ist mächtig. Wer weiß das? Wer ist überzeugt? Amen. Denn in dem Blut ist Leben, in dem Blut ist die Seele. Amen. Das Blut des Lammes, Halleluja. Ich habe letzte Mal eine Frage an Geschwister, ich denke, wir waren bei den Nachnebel. Ich habe die Frage gestellt, was ist die Währung in der übernatürlichen Welt? Was ist die Währung? Mit was bezahlt man in der natürlichen Welt? Es ist durch das Blut. Amen. In der übernatürlichen Welt, man bezahlt mit dem Blut. Deswegen, Jesus Christus, um uns zu erkaufen, er könnte uns nicht mit Gold, Silber und alles erkaufen. Er musste mit seinem Blut bezahlen. Amen. Deswegen, die meisten Leute, die in Okkultismus waren, die wissen Vorteile zu haben, das Blut muss fließen. Das Blut eines Tieres oder das Blut einer Familienmitglied muss fließen. Je mehr Menschen du opferst, desto mehr Vorteil bekommst du. Je mehr du opferst in der übernatürlichen Welt, desto mehr kriegst du. Und ich habe mal mit einer Familie vor kurzem geredet, eine Frau, ihre Verlobte damals, die ist jetzt ungefähr 65 und die waren damals 25 und der Opa, der Vater ihrer Verlobte war eine hochrangige Freimaurer in Frankreich. Er war wirklich hochrangig, nicht nur Meister. Meister ist der dritte Grad. Ab der dritte Grad bist du Meister. Wir müssen uns vorstellen, die Freimaurerei geht bis zum 33 Grad. Je nachdem, wo du dich bewegst. Wenn du in der schöttlichen Bewegung, es gibt die, man nennt das auf Französisch, L'Ordre Écossais, das ist der schottische Order. Dort geht bis zum 33 Grad und so weiter. Es gibt Order, die gehen bis zum 21 und so weiter. Und er war sehr, sehr hoch. Und sein Sohn war ein Arzt, er war 25.
Sein Tod war so. Er hat einen Unfall gehabt mit dem Zug. Er ist sofort gestorben. Und er hat elf Menschen sind dazu gestorben. Und die Frau war dabei, mir das zu erklären. Dann kam mir im Gedanke, sein Vater hat ihn geopfert und dazu elf Menschen dazu geopfert. Und dann sagte ich der Frau, dein Sohn selbst ist, weil als der Vater starb, der Opa war noch am Leben und der Sohn, der jetzt Millionär ist, der ist 3 Wochen geboren, als sein Vater starb. Und er bekam sofort den Namen. Sein Opa, der hochrangige Freimaurer war, gab ihm den Namen seines Sohnes. Und ich sagte der Frau, dein Sohn hat den Namen seines Vaters bekommen. Das bedeutet, er ersetzt seinen Vater. Okay? Sein Vater wurde geopfert. Das Blut seines Vaters ist geflossen, damit mehr Vorteile in der Familie kamen. Aber dein Sohn ist in der Fußstapfen sein Opa getreten und er ist jetzt in Freimaurerei. Die sagt, nein, niemals, mein Sohn kann nicht in Freimaurerei sein. Ich sage, geht nach Hause heute. Ich habe für sie gebetet, wir haben gebetet. Gott hat Durchbruch gegeben. Ich sage, geht nach Hause, ruf deinen Sohn. Sag ihm, mein Sohn, sag mir die Wahrheit. Bist du Freimaurer? Und du willst die Antwort. Und die Frau sagt mir, mein Sohn hat mich nie belogen im Leben. Ihr Sohn sagt, ja Mama, ich bin Freimaurer. Ich sage, okay, wenn du nicht aufpasst, in dem Leben deiner Familie, der Familie, dein Mann, der gestorben ist, alle sterben sehr früh. Warum? Der Opa, der hochrangige Freimaurer war, hat die ganzen Nachkommen geopfert. Und die Frau stellt fest, und als wir dabei waren zu reden, ihre Augen gehen offen. Und du siehst gerade, was in dem Leben ihres Sohnes geht. Und ich stelle fest, eigentlich, was in der Familie ihre Verlobung war, ist in dem Leben ihr eigener Sohn. Dieselbe Sache passieren. Und die fing an, ein bisschen Angst zu haben. Sagt, nein, warum öffnet dir Gott die Augen? Denn ohne Erkenntnis kommt der Tod. Ohne die Erkenntnis. Viele Christen sterben, weil die keine Erkenntnis haben. Glaub mir, du kannst ein Christ sein und sterben, weil die Erkenntnis dir fehlt. Wir denken, weil wir Christ sind, alles ist gut, es wird uns nicht geschehen und so weiter. Aber Jesus Christus sagt, die Bibel sagt, mein Volk geht zugrunde, nicht die Welt, sondern mein Volk. Geht zugrunde, wegen Mangel an Erkenntnisse. Und wenn man über Mangel an Erkenntnisse redet, worum geht es an Erkenntnisse? Es gibt verschiedene Dimensionen der Erkenntnisse. Wenn jemand bekehrt ist und liest das Wort zum ersten Mal, bekommt er Erkenntnisse. Je tiefer du im Wort Gottes eintauchst, desto mehr Erkenntnis bekommst. Du bekommst Erkenntnis über dein Leben, Erkenntnis über deine Familie, Erkenntnis über die Gemeinde, Erkenntnis über die Welt und Erkenntnis über die geistliche Welt Satan und die geistliche Welt Gottes. Es gibt verschiedene Bereiche der Erkenntnis, die du haben sollst. Erkenntnis, wer ist Gott? Erkenntnis, wer bist du in Gott? Was ist deine wahre Identität in Jesus Christus? Erkenntnis, aus welcher Familie du stammst. Ezekiel 16, Gott sagt an Jerusalem, Jerusalem, vom Geburt bist du aus Kanaan. Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter war eine und so. Warum braucht Jerusalem solche Erkenntnisse? Als wir ins Gebet waren, es kam mir etwas in Gedanke. Ich teile das mit euch. Es sind 2 Verse. Josua 6, Vers 26. Josua 6, und dann gehen wir in der Lehre. Josua 6, Vers 26. Der Herr sagt, zu der Zeit schwor Josua und sprach, verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder bauen wird. Wenn er ihre Grund legt, so soll es ihn seine erstgeborene Sohn kosten. Und wenn er
er ihre Tore setzt, so soll es ihm seine jüngste Sohn kosten. Das ist ein Fluch, was Josua im Auftrag Gottes in Jericho gesetzt hatte. Das bedeutet, wenn einer wie Jonas nach Jahren kommt und sagt, ich baue Jericho, sein erster, wenn er die Fundamente legt, sein erster Sohn stirbt. Wenn er die Mauer legt, baut, sein jüngster Sohn stirbt. Warum? Weil ein Fluch über Jericho gesetzt wurde. Aber Jonas kommt voller Freude und sagt, ja, die Stadt muss wieder gebaut werden. Eine wunderbare Stadt, eine schöne Stadt. Was fehlt Jonas? Was fehlt ihm? Erkenntnis. Welche Erkenntnis? Dass seine Vorfahren einen Fluch über die Stadt gelegt hat. Aber ist Jonas nicht im Glaube? Er ist im Glaube. Dient Jonas Gott? Ja. Aber Jonas fehlt etwas. Er ist nicht in der Chronik gegangen. Er ist nicht in der Geschichte gegangen, hat die Geschichte nachgeforscht. Wie ist es passiert, dass diese Stadt so im Vertrümmel ist, dass diese Stadt so elend ist, dass diese Stadt so am Sterben ist? Was ist passiert? Wir wollen sofort bauen. Wir finden, die Familie ist zertrümmert. Wir müssen sofort bauen. Wir müssen Geld einfliegen. Ich wollte meine eigene Schwester helfen. Der Herr sagt, gib dein Geld nicht in dieses Geschäft. Ich sage, Herr, warum? Denn alles, was die machen möchte, wird nicht gelingen. In dem Leben meine Schwager, der Mann meiner Schwester, er ist ein Apostel, er wurde vor ein Jahr im Dienst gesalbt. Aber vor ein paar Jahren und bis heute, der Herr sagt mir, gib kein Penny in ihre Geschäfte. Ich habe versucht, die haben ein Restaurant gebaut, wunderbares Restaurant. Die Dieb sind gekommen, haben alles beraubt. Habt ihr gesehen, ein riesiges Restaurant? Man raubt alles, man kehrt den Boden, man schminkt alles, man geht. Habt ihr schon das erlebt? So ist es passiert. Die sind in der Restaurant, die haben die Vorhänge geklaut, die haben die Steckdose geklaut, die haben alles geklaut. Es war geschminkt, sauber, als ob nicht dort war. Ja. Ich habe mit meiner Schwester damals geredet. Ich sage, als ich für deinen Mann betete, ein Geist ist erschienen, hat gesagt, solange er nicht unsere Gesetze erfüllt, er kommt nicht vorwärts in sein Leben. Ich habe diesen Geist gefragt, wer bist du? Er sagt, ich bin der Geist, der sein Opa vertritt. Sein Opa hat ein Abkommen mit uns gemacht. Egal was er macht, es wird ihm nicht gelingen. Und damals sagte ich mein Schwager, hey, stopp mit alles, such nach dem Herrn. Er war Diener in einer Gemeinde, eine Prophetin. Ich habe für 5 Leute, die mit der Prophetin arbeiten, gebetet. Alle haben so böse Geister manifestiert. Ich habe die Frage gestellt, gibt keine Befreiung in eurer Gemeinde? Ich sage nicht, dass Leute rum um mich keine Dämonen haben können. Aber diese Art von Besessenheit war so furchtbar. Ich habe dir gesagt, geh und rede mit eurer Leiter. Ich bin bereit zu kommen und mitzuhelfen. Aber so wie ihr seid, ihr könnt nicht dienen. Und ich rede mit meinem Schwager, ich sage, die Fundamente, auf dem ihr baut, sind verflucht. Die Fundamente deines Lebens. Weißt du, diese stolze Christe. Ja, ich bin im Christ. Nichts kann geschehen. Ich sage, okay, probier mal Geschäfte zu machen. Erste Geschäft, Bankrott. Zweite Geschäft, Bankrott. Dritte Geschäft, alles geklaut. Warum? Abkommen. Solange du nicht die Abkommen deiner Vorfahren wiederholt oder erneuert, du wirst nie in dein Leben durchbrechen. Das sind die Abkommen unserer Familie. Aber wenn du Christ bist und komm und möchte auf diese Fundamenten bauen, es wird nicht gelingen, bis du Erkenntnis hast. Und wir lesen noch weiter. Josua verflucht die Stadt. Und in 1. Könige 16, Halleluja. Der Herr öffne meine Augen in viele Dinge die letzten Tage. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar.
Amen. 1. Könige 16, Vers 34. Was sagt uns der Herr? Zu seiner Zeit baute Hiel von Bethel Jericho. Wenn man Hiel von Bethel redet, es ist jemand, der mit dem Herr unterwegs war. Aber er kommt, er baut Jericho wieder auf. Es kostete ihn sein erstgeborener Sohn Abiram. Als er seine Grund legte und seine jüngsten Sohn Segub, als er seine Tore setzte, nach dem Wort des Herrn, dass es durch Josua, dem Sohn Nuns, geredet hat. Das bedeutet, Abiram, sein erster Sohn, erstgeborener, starb, als er die Grundfeste legte. Und sein jüngster Sohn starb auch. Warum? Er baute in einem Ort, eine Stadt, die zertrümmert, die verflucht wurde. Wer hat die verflucht? Josua. Durch wen? Durch Gott. Gott hat ihm den Auftrag gegeben. Es hat ihm Erkenntnis gefehlt. Deswegen, als wir sehen, Nehemia kommt, um die Mauer Jerusalem zu bauen. Aber er kommt nicht einfach so und sagt, komm, lass uns gemeinsam die Gemeinde Gottes bauen. Nein, die Gemeinde Gottes baut man nicht einfach so. Man kommt nicht in eine Stadt und sagt, ja, wir sind Christen, wir wollen eine Gemeinde errichten. Ihr werdet sterben. Ihr werdet sterben, ich sag euch. Man baut nicht eine Gemeinde einfach so, dass man kommt, weil man ein paar Lobpreislieder kennt, da ein bisschen Wort kennt. Man sagt, wir sind die Gemeinde Christi, ihr werdet sterben. Denn ihr kommt, ihr baut in eine verfluchte Stadt. Ihr baut in einen Boden, dem die Grundfeste jemand anders gehört. Und denkt ihr, ihr werdet kommen, die Gemeinde bauen, der Halleluja, wunderbar, wow, der Feind, nein. Nein. Daniel hat Erkenntnis bekommen. Was hat er gemacht? Er hat gefastet, hat Buße getan. Nehemia, bevor als er hörte, dass die Grundfeste der Mauer zertrümmelt waren, dass die Tore Jerusalem noch in Brand war, was machte er? Er fastete, er betete, er tat Buße. Er legte die Grundfeste schon ins Gebet. Er trug die Stadt schon in sein Gebär. Er ging zu Gott, um dann nach dem Gottes Gunst zu erlangen. Warum? Weil die Stadt ist zertrümmert geworden durch den Wille Gottes. Durch den Wille Gottes ist die Stadt Jerusalem zertrümmert worden. Das bedeutet, um diese Stadt wieder zu bauen, ich brauche wieder den Gunst Gottes. Und das bekommst du nur durch Buße, durch Umkehre. Und Nehemia ging und sagt, wir haben uns versündigt, wir haben das getan. Wir nicht die meine Vorfahren. Nein, wir. Er trug die Sünde seiner Vorfahren. Als er Gottes Gunst bekam, dann drehte er sich zu dem König. Und so bekam er den Gunst der König. Du kannst den Gunst der König nicht bekommen, solange du den Gunst Gottes nicht hast. Und Gott sagt mir die letzte Zeit, warum haben die Gemeinde gestartet und sind die Gemeinde gescheitert? Wir haben auf verfluchte Grundfeste gebaut. Wir haben die Stadt nicht die Erkenntnis über die Städte bekommen. Wir haben nicht gesehen, dass in Deutschland die Dienste dürfen nicht erscheinen. In Deutschland, Satan hat die Tore der Dienste blockiert. Er hat die Tore des Evangeliums blockiert. Und noch vor ungefähr 8 Jahren, Gott hat mir eine Vision gezeigt. Ich war ins Gebet, wenn man im Wald geht. Im Wald trifft man manchmal so alte, vergammelte Häuser. Ne? Wenn im Wald manchmal so gruselig und so. Und ich sah wie ein Weg. Und dieser Weg war so gerade, so wie, es war so komisch. Und es gab ein Tor, was diesen Weg komplett sperrte. Und in diesem Tor gab eine Kette, der, weißt du, die Tore, die sich schließen. Und da gab eine Kette, komplett geschlossen. Und Gott sagte, dieses Tor ist das Tor des Evangeliums in dieser Nation, in dieser Stadt. Und Gott sagte mir, so viele Wege und Tore gibt sehr viel. Und diese Tore sperren den Zugang des Evangeliums in den Herzen der Menschen in dieser Nation. Und der Herr sagt, ihr sollt Gebete erheben, um diese Schlösser zu zerbrechen, um die Tore zu öffnen, damit das Evangelium durchbricht in der Stadt, in der Nation, in der Dörfer. Und deswegen Evangelisation findet statt erstmal auf den Knie.
Wir müssen die Stadt und die Nation erstmal im Geist erobern. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, eine Stadt zu erobern, du sollst diese Stadt erstmal in der geistlichen Welt erobern. Wenn Gott dir eine Familie gibt, zu erobern, du sollst diese Familie erstmal im Geist erobern. Wenn Gott dir eine Nation gibt, du sollst diese Nation erstmal im Geist erobern. Es heißt, eine Konfrontation zwischen Geist, eine Konfrontation zwischen Mächten. Deswegen sagt Gott, ich werde dein Stimm sehr hart machen, damit du dich nicht fürchtest vor solchen Geistern, damit du dich nicht fürchtest vor solchen Menschen. Denn ich bin bei dir. Ich mache dir eine feste Säule. Ich mache aus dir eine feste Stadt. Und du wirst in der Lage, die zu besiegen. Denn die werden dich bekämpfen, aber die werden dich nicht besiegen. Denn ich bin bei dir. Sei nicht beschämt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. So, wenn du Gottes göttliche Prinzipien kennst, du wirst jemand sein. Du kommst in eine Firma, du eroberst die Firma. Du wirst in eine Stadt kommen. Man wird sagen, aus dieser Stadt kommt nichts Gutes. Du sagst, nein, ich sehe viel Gutes in dieser Stadt. Du wirst irgendwo kommen, man wird sagen, keine Gemeinde besteht in dieser Stadt, in dieser Region. Du sagst, ich bin der Gemeinde Gottes, ich werde bestehen, ich werde durchbrechen. Und aus mir, ich werde mich vermehren als Gemeinde. Und aus mir wird mehrere Gemeinden entstehen. Denn ich bin ein Apostel Gottes, denn ich bin ein Diener Gottes. Ich bin nicht hier, um zu spielen. Ich bin nicht hier, um zu verhandeln. Nein, ich verhandle nicht mit Geistern. Ich handle gegen Geister. Das ist der Auftrag ein Mann Gottes. Das ist der Auftrag einer Frau Gottes, die weiß, wer die ist. Halleluja. Halleluja, liebe Schwestern und Brüder. Hey, aus welchen Fundamenten besteht deine Familie? Aus welchen Fundamenten besteht dein Dorf? Aus welchen Fundamenten besteht deine Stadt? Die Stadt, wo die Gemeinde entstanden sind. Studier mal die Gemeinde in der Stadt. Du wirst Abfall sehen. Du wirst Nachlässigkeit sehen. Du wirst Sünde sehen. Du wirst überall. Warum? Weil die Fundamente, auf dem die gebaut haben, die Fundamente waren schon verseucht. Aber die haben die Stadt nicht studiert. Die haben keine Erkenntnis bekommen. Und die haben gebaut. Deswegen die erstgeborenen Söhne der Gemeinde sind gestorben. Die sind nicht mehr im Glauben. Die sind ausgetreten. Die leben in der Welt. Und die Jungen sind gekommen. Die wollten weiter. Aber die Jungen sind auch gestorben. Die leben in Ehebruch. Die leben im Unzug. Die leben in Homosexualität in der Gemeinde. Warum? Weil der Mann hat versucht, in falsche Fundamenten zu bauen. Der Erstgeborene, der Jüngste, geh in der Gemeinde. Die Erstgeborene, die ausgebrannt. Wenn man von Erstgeborenen redet, die Älteste, die Pastoren, die Stellung haben, sind gestorben. Die Jüngste kamen durch den Flug, sind die auch gestorben. Warum? Keine Hirte ist da, der zeigt, wo es lang geht. Keiner ist bereit, die Stellung zu nehmen und sagen, Schluss. Jetzt wird die Gemeinde Gottes im richtigen Fundamenten gebaut. Das beschäftigt mich so stark. Ich sag euch, ich war kurz aufzugeben, weil der Kampf ist so groß. Der Kampf ist sehr groß. Weißt du bist ein kleiner Mann. Und Gott sagt dir, ich gebe dir die Nationen. Ich war noch heute im Gebet hier. Ich höre den Heiligen Geist. Ich gebe dir die Nationen. Dadurch, dass du diese Stadt oder diese Nation gebetet hast, ich gebe dir Nationen. Ich sage, Herr, der Widerstand ist so groß. Herr, der Macht des Feindes ist so groß. Der Herr sagt, hab keine Angst. Wenn du mir vertraust, wir werden gemeinsam überwinden. Wir werden gemeinsam überwinden. Halleluja. Ich vertraue Gott, dass wir durchbrechen. Ich vertraue Gott. Gemeinsam. Ein wird 1000 schlagen, zwei werden 2000, 10.000 schlagen oder 2000. Warum? Weil gemeinsam sind wir stark. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Halleluja. Wir haben einen Auftrag, du hast einen Auftrag. Es muss dir bewusst sein, welchen Auftrag du hast. Es muss dir bewusst sein, welchen Auftrag du in deiner Familie, welchen Auftrag du in der Gemeinde Gottes hast. Der Feind wird kommen
und versuchen, dich zu verführen. Jesus Christus hatte den Auftrag, die Gemeinde Israel wieder zu bauen. Die Gemeinde Gottes wieder zu bauen. Was macht der Feind? Er kommt zu ihm und sagt, siehst du alle Reiche der Welt, wenn du dich vor mir beugst. Er hat ihn transportiert. Unterschätzt Satan nicht. Unterschätzt Satan nicht. Er hat ihn transportiert. Du denkst, du kannst hier dienen und weiterleben, wie du willst und machen, was du willst. Schäm dich. Du kannst den Herrn nicht dienen und machen, was du willst. Nein. Du kannst den Herrn nicht dienen und dein Leben führen, wie du willst. Nein. Wenn du ihm gehört, das bedeutet, du bist in der Welt gestorben. Die Werke der Welt sind nicht mehr deine. Du hast keine Gemeinschaft mehr mit Dunkelheit. Du hast keine Gemeinschaft mehr mit Satan. Damit wir durchbrechen, wir sollen in Einheit in alles sein. Amen. Wir sollen in Einheit, im Gebet, im Wort, in Gesinnung, in Gedanke. Wir sollen in Einheit in alles sein. Du sollst so sehen, wenn Gott dabei ist, etwas zu machen, jeder, der nicht in der Einheit ist, Gott segt ab. Deswegen sei nicht traurig, wenn jemand von der Gemeinde abgesägt ist. Halleluja. Sei nicht traurig, sondern hab die Augen auf den Herrn. In der Mitte der Gemeinde gibt die Söhne Belials. In der Mitte der Gemeinde sind die Söhne der Teufel. Nicht jeder in der Gemeinde ist Sohn Gottes. Nicht jeder in der Gemeinde ist bekehrt. Nicht jeder in der Gemeinde kommt, um nach Gott zu suchen oder zu dienen. Es gibt Leute, die kommen der Gemeinde im Auftrag Satan. Das muss uns bewusst sein. Weil wenn es uns nicht bewusst ist, wir werden uns so schnell emotional binden. Und wenn Gott jemand absägt oder wegschafft, wir werden nicht loslassen. Korah, Datan und Abiram, die waren in der Mitte Israel. Aber ihre Herzen, wo war ihre Herzen? War vom Teufel. Was hat Gott gemacht? Hat die getötet. Er hat die getötet. Ja, Gott kann töten. Ja, Gott kann töten. Jeder, der Gott hindern möchte, seine Werke in dein Leben zu tun, Gott kann ihn töten. Jeder, der kommt und versucht, deine Familie zu zerstören, Gott kann töten. Gott ist gnädig, ja, er ist Liebe, aber er kann töten. Du kannst nicht das Leben eines Christen immer angreifen, angreifen, angreifen und denk, weil Gott nichts tut, du bist safe. Nein, Gott kann töten. Er sagt, ich werde Ägypten an deiner Stelle geben, sagt Gott. Ich werde Menschen an deiner Stelle. Gott kann das machen. Und wenn Gott jemand beruft, um etwas zu erfüllen, ab dem Moment, wo du ja sagst, du gehörst Gott, du bist das Augenapfel Gottes. Jeder, der sich erhebt, gegen deinen Dienst, gegen dein Leben, gegen deine Familie, um dir zu schaden, Gott kann töten. Die Bibel sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Ja, er ist ein verzehrendes Feuer. Ich sage so, der Neue Testament ist schlimmer wie der Alte Testament. Ja. Ist schlimmer wie der Alte Testament. Viele denken, ja, es ist die Zeit der Gnade. Ich kann leben, wie ich will. Gott ist gnädig doch. Aber das Problem ist, die Salbung kann dich verlassen. Du merkst das nicht. Das ist das Problem der Gnade. Ein Mann kann sich hier bewegen, er tut Wunder und Zeichen. Aber Gott hat ihn schon verlassen. Eine Gemeinde kann sich bewegen, um der Heilige Geist kommt. Heilige Geist kommt, Gott ist nicht mehr dort. Wir müssen aufpassen. In dem Alten Testament, wenn jemand sich versündigt hatte, paff, ist gestorben.
Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, paff, 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 paff. Ich bewundere Mose. Mose sah immer. Siehst du oft, wenn der Geist Gottes dabei ist, zu töten. Siehst du das? Du sollst das sehen. Du bist ein Wächter. Kinder Gottes sind immer bewundert. Wow, wie ist es passiert? Nein, du sollst es sehen. Mose sieh, die Herrlichkeit Gottes ist da. Er ist dabei, die Leute zu töten. Mose rennt. Er sagt, Aaron, nimm das Ding und geh und heilig das Volk. Mose sagt, steh hinter die Tote und die Lebendige. Aaron rennt und steht in der Mitte, der Tote und der Lebendige. Wie am Kreuz, Jesus in der Mitte, der Tote und der Lebendige. Und was macht Aaron? Er heiligt das Volk. Und Gott stoppt sofort. Weißt du, wie du Gott stoppen kann? Du hast die Kraft, Gott zu stoppen. Als Christ, du hast Gott die Kraft, Gott zu stoppen. Es schockiert dich, aber du hast die Kraft, Gott zu stoppen. Mose hat Gott gestoppt, oft. Gott sagt, ich werde diese Volk vernichten. Mose sagt, Herr, wenn du die vernichtest, nimm mein Leben von der Buch des Lebens. Er diskutiert nicht mehr mit Gott. Gott sagt, okay, mein Sohn. Er wusste, wie er Gott, er war ein Freund Gottes. Er war ein Freund Gottes. Geh in der Dimension, wo du ein Freund Gottes bist. Wo du aufstehst und sagst, Gott, wenn du Hockenheim nicht errettet, töte mich. Herr, wenn du diesen Mann, der gespottet gegen dich, Herr, wenn du mich berufen hast, dieser Mann soll kommen und sich beugen und bekennen. Und er wird durch die Welt, seine Strafe wird das, er wird durch die Welt reisen, um deinen Namen zu verkündigen. Ja, das sind verrückte Gebete. Du hast die Kraft, Gott zu stoppen. Durch dein Leben. Durch deine Beziehung mit Gott. Wir sind mächtige Leute. Aber wir wissen es nicht. Manchmal es ist uns nicht bewusst, dass die Macht, die Kraft, die Herrlichkeit Gottes in dir ist. Gott hat so viel in uns als Gemeinde eingesteckt. Wir sind in der Lage und wir werden das tun. Diese Stadt wird sich beugen vor Gott. Ich meine, die Geister in dieser Stadt. Entweder sind wir erfüllt mit dem Geist Gottes. Die Bibel sagt, wo du mit deiner Fußsäule antrittst, was passiert? Ich gebe dir. Mannheim gehört uns. Wir diskutieren nicht mit jemandem. Wir diskutieren nicht. Mannheim gehört uns. Weh, wenn jemand sich dagegen anlegt. Weh, wenn jemand sich dagegen anlegt. Hab Zuversicht. Sei beständig. Hab eine verrückte Glaube. Verrückte Glaube. Amen. Denn der in dir ist, der ist der, der gesagt hat, Mose, bau mir ein Tabernakel. Von nun an, ich möchte in der Mitte meines Volkes wandern. Und du willst nicht irgendwie bauen, wie ich dir zeigen werde, wie du im Himmel gesehen hast. Mose hat gehorcht. Er hat gebaut. Er war ein Mann. Ich habe seine Geschichte noch im 4. Mose studiert, wie Mose unterwegs mit Gott war. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Er ist bis an den Tore Kanaan. Hat Kanaan gesehen. Gott hat ihn genommen. Aaron kurz vor Kanaan gestorben. Miriam kurz vor Kanaan gestorben. Es war absichtlich von Gott. Denn Kanaan, die Generation von Josua und Kaleb, müsste das Volk in Kanaan bringen. Sehr prophetisch. Die Generation von Kanaan, von Kaleb und Josua. Mose hat seinen Auftrag erfüllt. Erstes Mal schlägt den Fels, hat den Fels geschlagen. Zweite Mal rede, was hat er gemacht? Wieder geschlagen.
Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Seid uns gnädig, Herr. Seid uns gnädig, Herr. Könnt ihr mir ein Tuch geben, bitte? Danke. Danke, danke dir. Wenn ich dir die Frage stellte, warum bist du hier? Warum bist du in diesem Boot? Was wäre deine Antwort? Warum bist du in diesem Boot, wo wir gerade sind? Durch Gottes Gnade. Warum? Ja. Um Gott zu erleben und den Auftrag zu erfüllen, die er gegeben hat. Ja? Warum bist du da? Entschuldigung. Warum bist du da? Ich möchte auch die vier Leute, die online sind, mal die Antwort auch lesen. Warum bist du da? Jeder, der hier ist, muss wissen, er ist ein Kaleb, er ist ein Josua. Jeder, der hier ist, als Gideon das Volk im Krieg führte, wie viel waren die am Anfang? 30.000. Und danach, wie viel? Danke. Hä? Nein. 22.000. Und danach 300. Wie viele Apostel waren am Anfang? Viel. Jünger, viel. Und dann 70. Und dann wie viel? 12. Und von den 12, wie viel waren sehr nah an Jesus? 3. 3. Wer war das? Jakobus, Johannes und Petrus. Und wem wollte der Feind töten? Er hat Jakobus getötet, Petrus verhaftet. Johannes wurde irgendwo lebendig. Er sollte auch getötet werden. Wir sind hier. Wir müssen wissen, unser Auftrag ist die Fundamenten, ist die Gemeinde wieder zu errichten. Unser Auftrag ist zu beten, dass die Dienste in dieser Nation wieder errichten werden. Es kann sein, dass die Mehrheit, die hier kommen, einen Dienst und Berufung hat. Es kann sein, es ist meine Befürchtung, dass die Mehrheit von Leuten, die hier kommen, haben eine Berufung. Es könnte von der fünffältigen Dienste sein, es könnte eine Berufung in der Risse oder als Fürbitter, es könnte eine Berufung, Visionen, Träume zu haben, was die Zukunft der Gemeinde beeinflusst werden. Es könnte eine Berufung, Krieger zu sein oder Krieg zu führen, damit die Gemeinde durchbricht. Mhm. Du musst deinen Auftrag wissen. Du musst wissen, dann, was ist mein Auftrag in der Gegenwart Gottes? Denn er sagt, ich kenne die Gedanken. Die Botschaft, die ich heute bringen wollte, ich bin außerhalb, gell? Aber ich danke dem Herrn. Du sollst deinen Auftrag wissen. Und als Gemeinde, wir müssen unseren Auftrag wissen. Ich appelliere alle, die hier in der Leitung sind. Jeder Neue, der hier kommt,
muss den Auftrag der Gemeinde wissen, die Visionen wissen. Es ist eure Aufgabe, nicht unbedingt die Aufgabe der Pastor, jeder bewusst zu machen, was für Vision wir haben, was für Auftrag wir haben. Jeder muss wissen, wir sind nicht nur hier, um über das Heil zu predigen. Nein. Wir sind nicht nur hier über die Gemeinde, Gnade zu predigen. Nein. Wir sind nicht nur hier über die Liebe, Gnade, Errettung zu predigen. Nein. Wir sind hier über das Königreich Gottes zu predigen, einzusetzen. Im Leben von Menschen. Wenn man von Reich Gottes redet, das Reich Gottes besteht aus Wort. Wie Jesus Christus sagt, der Geist Gottes ist bei mir, um das was zu bringen. Lukas 4, 18 bis 19. Über was hat er gesagt? Lukas 4, 18. Das erste Punkt. Was war das? Das Gnadejahr des Herrn ist am Ende. Am Anfang. Erster Punkt. Frohe Botschaft zu verkündigen. Wenn man über frohe Botschaft redet, worum redet man? Evangelium. Wenn man über Evangelium redet, worum redet man? Weil wenn man frohe Botschaft, man teilt das in Verschiedenes. Okay? Evangelium ist auch in Verschiedenes geteilt. Es sind Punkte. Okay? In frohe Botschaft. Was hast du in froher Botschaft? Evangelium. Was hast du in froher Botschaft? Vergebung. Was hast du in froher Botschaft? Buße und Umkehr. Okay? Weil bevor Jesus Christus sagt, ich gebe euch Vollmacht, Sünde zu vergeben. Als Jesus Christus sagte, ich vergebe dir die Sünde, die Pharisäer sagten, was ist das? Nur Gott kann die Sünde vergeben. Es war etwas Neues. Und in der frohen Botschaft, was haben wir? Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die die haben sollten. Aber die Gnade Gottes durch Umkehr, Buße, Gott gibt uns die Möglichkeit, zurück zum Vater zu kehren. Gott hat unsere Sünde vergeben. Er hat die durch sein Blut uns gereinigt. Und er hat aus uns Priester und Könige gemacht. Jetzt, wenn du sagst, ich bin Priester und König, was ist der Auftrag der Priester? Was lautet? Fürbitte zu tun. Reines und Unreines zu unterscheiden. Zu belehren. Opfer darzubringen. Der Priester bringt Opfer. Der Priester belehrt das Volk, genauso wie Ezra. Als Ezra zurück nach Israel kam, das Wort war nicht mehr da. Was machte Ezra? Und dadurch, dass das Wort nicht präsent war, das Volk hat sich verwildert. Aber als Ezra kam, das Erste, was er machte, er sagt, bring eure, die fremde Frauen weg. Bring die Fremde, die Bastard. Die Bastard dürft ihr nicht erben. Die müssen alle weg. Und dann fing er an, das Volk zu belehren. Er war ein Priester des Wort Gottes. Der Priester bringt das Wort. Was macht der Priester? Der Priester bringt Opfer. Verschiedene Opfer. Sündopfer, Vergebung, Opfer und so weiter. Der Priester, was macht er noch? Er reinigt das Volk durch das Blut. Was macht der Priester noch? Er geht in der Gegenwart Gottes. Er dient ständig im Tempel. Das bedeutet, der Priester hat ein vorbildendes Gebetleben. Wenn ein Priester sich einsperrt, er kommt nicht vor 5 Stunden raus. Wisst ihr das? Du bist Priester. Bedeutet, manchmal kannst du dich einsperren, einen Samstag komplett einsperren ins Gebet. Warum? Der Priester muss Offenbarung bringen. Der Priester soll sagen, hier ist den Weg, die Leitung, was Gott uns gibt für dieses Jahr. Warum? Er tritt in der Gegenwart Gottes, bekommt Erkenntnis, bekommt Offenbarung. Ein Priester hat lebt in Offenbarung des Wort Gottes. Ein Priester, wenn du ihn die Frage stellst, wann war das letzte Mal, wo du das Wort Gottes heute, Gott hat zu mir gesprochen. Gestern hat Gott zu mir gesprochen. Jeden Tag spricht der Herr zu mir. Wir proklamieren, wir sind Priester und Könige. Aber ich gebe euch, was ein Priester ist. Bring das Wort Gottes.
Lebt in Offenbarung, Erkenntnis. Reinigt das Volk und reinigt sich selbst. Er muss selbst rein leben. Als Samuel nach Israel zum ersten Mal seinen Dienst, in Dienst eintrat, es war wunderbar. Ich liebe das. Er war noch Jungpriester, aber er hat so hat Israel errettet. Wir reden von Priester. Jesus war ein Priester. Amen. Jesus hat sich geopfert, sich selbst geopfert. Er war Priester und Opfer. Okay? Ein Priester hat Zugang zu den Ratschluss Gottes. Ein Priester, wenn Gott die Versammlung im Himmel, du bist dabei. Du darfst mitreden. Wie war man mit Abraham? Gott kommt zusammen mit zwei Engeln, die sind am Reden. Wir gehen jetzt um Sodom und Gomorra zu drehen. Mose schaut, sagt, ich muss zu dieser Versammlung gehen. Ich gehöre dazu. Mose tritt vor seine Tür. Abraham, er geht vor seine Tür. Hallo, lieber Vater, komm. Du sagst, ich bin dein Freund. Er hat Gott eingeladen. Er hat gesehen, er hat eingeladen. Und er hat Gott mit Brot. Amen. Er hat Brot vorbereitet. Er hat ein Lamm geschlachtet, hat Gott gegeben zum Essen. Braucht Gott Brot? Er hat das Wort mit Gott getauscht. Er war in die Belehrung mit Gott. Er hat über das Wort Gottes diskutiert mit seinem Freund Abraham. Ja, die Bibel sagt, er hat Brot. Gott braucht kein Brot. Aber wenn du studierst, musst du erkennen, welches Brot hat er mit Gott geteilt. Jesus erscheint den Jüngern, die in dem Weg Emmaus war. Die erkennt er nicht. Aber als er das Brot brachte, die Augen öffnen sich. Und dann Abraham fängt an, als Gott gehen möchte. Gott sagt, dieser mein Freund, ich kann nicht einfach so gehen. Er sitzt schon in der Rat, in mein Rat. Er muss alles wissen. Sonst wird er später kommen und sagen, Gott, als du gingst, war ich nicht dabei. Ey, und Gott redet mit ihm. Und Abraham verhandelt mit Gott. Sag, Herr, du bist doch mein Freund. Darf ich noch reden? Ja, du kannst reden. Wenn, aber Gott, lass mich noch mal reden. Ich rede noch dieses Mal. Und dann ein letztes Mal, Herr, Gott war geduldig mit Abraham. Er war ein Priester. Aber ein Priester wie Mose, der tritt auch in der Risse für das Volk. Wenn der Priester sieht, diese ganzen Leute, die sich Christen nennen, bewegen sich falsch. Er geht auf die Knie, Herr, hab Erbarme, Herr, schenk Erkenntnis. Öffne ihre Augen, damit sie sehen, dass sie falsch sind. Das ist ein Priester. Er hat Barmherzigkeit, er ist geduldig, sanftmütig, langmütig, er klagt nicht ständig an, kritisiert nicht alle, findet sich nicht der beste Christ, der heiligste Christ. Nein, er schaut die anderen mit Demut, er schaut die anderen mit Barmherzigkeit. Auch wenn er der Heiligste ist, er tritt die anderen, die falsch laufen. Ein Priester hat auch das Herz für Leute, die nicht Jesus Christus hat. Er diskutiert nicht, er richtet nicht, sondern er betet, Herr, wenn diese Nachbar sich bekehren könnte, Herr, wenn meine Brüder und Schwestern sich bekehren könnten, Herr, ich werde dir so dankbar sein. Er macht sogar Abkommen mit Gott, damit Seelen sich bekehren. Denn er weiß, Gott ist der, das Wollen und Tod gibt. Er kennt Gott. Ein Priester. Und dann der König. Der König. Wir sind Priester und Könige. Als David König wurde. Er wurde gesalbt. Aber bevor er im Dienst eintrat, er hat erstmal gegen Löwe, gegen Bären gekämpft. Amen. Er hat die Schafe verteidigt. Es war die Vorbereitung sein Diensteintritt. Warum? Er sollte später für die Schafe des Hausgottes eintreten. Denn David wusste, Josua hat die ganzen Böden Israel nicht in Besitz genommen. Der König ist der Apostolische. Denn in der Priester steckt das prophetisch manchmal.
Aber Gott hat getrennt. In Israel gab es der Priester, der Prophet und der Könige. Denn wir sind Priester, Könige und Prophet. Denn in der Priester steckt der Pastor, in der Priester steckt der Evangelist, in der Priester steht der Lehrer. Die drei Dienste sind der Priester. Und dann gab der Prophet und dann gab der Apostel. Der König war der Apostolische. Warum? Der Auftrag der König war zu sehen, dieses Feld gehört uns, wir müssen das nehmen. Er hat dieses Feld eingenommen und sagt, das andere müssen wir auch einnehmen. Ja, wir haben das genommen, gell? Aber dieses Großes, oh König, wir sind nur wenig, die werden uns vernichten. Nein, wir werden das erobern. Das ist der König. Er hat diese Sehnsucht, das Reich seines Vaters zu vergrößern. Er hat diese Sehnsucht, überall zu gehen. Du gehörst zu Jesus Christus, du willst dich bekehren. Du, ich lasse Gott nicht in Ruhe, bis du dich bekehrt hast. Ich muss bei dir kommen, deine Eltern zur Bekehrung bringen. Das ist der König. Er schaut Böden. Auch wo Leute sagen, aus dieser Familie kann keine Bekehrung sein. Er sagt, nein, ich sehe schon Bekehrung. Ich sehe die alle auf den Knien der Gemeinde kommen und Gott anbeten. Der König. Priester, König. Da sind wir. Wir proklamieren das. Aber schau mal in dein Leben. Gibt die Eigenschaften der Priester und Könige bei dir? Oder ist nur aus deinem Mund? Ist nur aus deinem Mund. Bist du Priester? Bist du König? Was ich proklamiere und deklariere, muss ich auch erleben. Halleluja. Du sagst, nicht ich mehr lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir. Komm, pick dich ein bisschen der Feind. Aua. Ich dachte, du lebst nicht mehr. Satan bewundert die Christen, gell? Die proklamieren, ich lebe nicht mehr. Aber kaum verliert man seinen Job, geht man, oh, ich habe meinen Job verloren. Satan sagt, ey, was ist mit euch Christen? Ihr seid so langweilig, ich suche mir was anderes. Weil Christen sind immer am Heulen, am Motzen, am Weinen. Ich werde nicht schaffen. Oh, es ist so schwer für mich. Ich komme nicht durch. Oh, oh, Christen, Satan sagt, hey, hat Gott eure Gott gelogen? Hat Gott nicht gesagt, sorgt euch um nichts? Hat Gott nicht gesagt, einer wird 1000 schlagen, 2 10.000? Wo ist diese Kraft in den Christen heutzutage? Gemeinde Gottes, wir müssen aufwachen. Amen. Wir müssen aufwachen. Zu sagen, ich bin ein Sohn Gottes, erkauft durch das Blut des Lammes, nichts wird vor mir bestehen, ist kein Stolz. Es ist ein Zuversicht, feste Zuversicht. Zu sagen, auch wenn die Welt, mein Welt zugrunde geht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er wird aufstehen. Wisst ihr, Hiob hat am Anfang immer sich recht versucht, sich seinen Glauben, ich bin. Er hat nur für sich gebete. Er hat bemerkt, er kommt nicht durch. Herr, ich, mich, meine. Gott, nee, es kommt nicht durch. Aber am Ende, er steht auf und sagt, Gott sagt ihm, wenn du Durchbruch erleben möchtest, verzichte auf mich, ich, meine, mir. Aber such, bete für deine Freunde. Die Bibel sagt, als er für seine Freunde betete, das bedeutet, er hat sich vergessen. Gott schenkte ihm Heilung. Als du auf den Knie gehst, Herr, Mannheim, Gott bringt deine Familie zur Bekehrung. Als du sagst, Herr, heil diese Nation, du siehst, deine Mutter, dein Vater, der Depressive, der wird geheilt, über natürliche Weise. Derjenige in deiner Familie, wo man gesagt hat, er wird vom Krebs sterben, er steht vor dem Bett und er ist geheilt. Warum? Weil du dein Leben geopfert hast für die Stadt. Du betest ständig, Herr, gib mir diese Stadt, gib mir diese Nation. Ich will deinen Durchbruch, ich will deine Engel in diese Nation sehen. Herr, tu, dass Leute in diese Nation anfangen, Engel zu begegnen, im Namen Jesus Christus. Ich bin ein Tür in dieser Nation. Herr, dring durch mich als Tür in Deutschland. Du bist eine Tür. Wie weißt du das?
Menschen sind Tür und Tore für die Nation. Warum? Die Welt wurde geschaffen für Menschen, die Körper haben. Ohne Körper ist es schwierig, sich auf der Welt zu bewegen. Ohne Körper. Deswegen, die übernatürliche Welt, um sich auf der Erde zu bewegen, die kennen die Gesetze. Die brauchen Körper. Versteht ihr? Als Gott die Welt geschaffen hatte, er hat den Mensch ein Gesetz. Er kam jeden Tag, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Aber ab dem Tag, wo der Mensch sich versündigt hatte, hat Gott noch diese Möglichkeit gehabt? Nein, es war ihm geschlossen. Die Türe der Welt wurde Gott geschlossen. Die Türe der Erde wurde Gott geschlossen. Weil er diese die Schlüssel an den Menschen gegeben hat. Der Mensch musste ihm wieder die Schlüssel zurückgeben, damit er auf der Welt sich bewegt. Deswegen, Gott hat versucht mit allen, ist gescheitert, mit Mose gescheitert, mit Abraham gescheitert, weil die waren Menschen mit Samen der Sünde. Amen. Deswegen, Gott hat Möglichkeit bei Joshua, bei allen, die Propheten. Und irgendwann, Gott sagt, in meinem Plan, ich sollte kommen als Mensch. Denn die Welt habe ich den Menschen gegeben. Ich muss als Mensch in die Welt kommen. Und es schaute, gib Jungfrauen hier, gib Jungfrauen, ich suche eine Jungfrau, durch den ich als Mensch kommen kann. Und Jungfrau bedeutet eine Frau, die keinen Sex gehabt hat. Nein, Jungfrau bedeutet eine Frau, die ihre Herzen rein ist. Die beten Maria, weil die denken, Maria war eine Jungfrau und so weiter, deswegen und so weiter. Du, Maria, Jungfrau. Es gab viele Frauen, die Jungfrauen waren. Aber Gott suchte nach einer, dessen Herz rein war. Ja, Maria. Und eine Frau, die Mutter von wie heißt sie? Von Johannes der Taufer. Die war bereit, weil eine musste den Weg bereiten, damit der Messias kommt. Johannes der Taufer ist die Tür vorbereitet, er betet, er proklamiert, er war ein Mann. Amen. Er war ein Mann. Er musste durch seine Stimme der Herr sagen, der Messias soll kommen. Ihr müsst bereit sein, den Messias zu empfangen. Und dann gab eine Frau jahrelang auf den Knie gefastet und gebetet. Ohne diese Fastengebete, der Messias wäre nicht gekommen. Hannah hat gefastet und gebetet. Gott, wir sehen, Gott brauchte Menschen, die seinen Weg bereiten sollte. Die den Teufel gesagt, ey, bleib fern, der Messias muss kommen. Der Messias muss kommen. Wir sind sünderlos. Wir haben zwar die Samen der Sünde, aber wir treten, der Messias muss kommen. Denn es musste Menschen geben, die Erkenntnis hatten, dass der Feind den Messias töten will. Und diese Menschen sind in der Riese. Johannes der Taufer, Hannah. Und dann gab noch ein Mann, wie hieß er? Wer? Simon. Simeon. Simeon, Hannah, Johannes. Und jeder, der auf dem Weg war, war gestoppt. Der Vater von Johannes, was wurde er? Blind. Warum? Sein Glaube, seine Unglaube war eine Blockade für den Messias. Jeder, der eine Blockade war, wurde blind, wurde aus dem Weg gebracht. Hannah ist in der Risse. Die Bibel sagt, sie war in den Tempel Tag und Nacht. Warum braucht sie in den Tempel zu sein? Gott hat doch gesagt, der Messias kommt. Warum muss eine Frau ihr Leben opfern? Warum muss Simeon beten, in der Risse eintreten? Warum muss Johannes der Taufe? Ist doch Gott. Gott kann doch alles tun. Wir lesen, wir begreifen nicht die Geheimnisse des Wort Gottes. Wenn du das studiert und begreifst, du wirst verstehen, warum wir hier durchbrechen werden. Und du wirst verstehen, warum du als Werkzeug gebrochen wirst, damit der Durchbruch kommt. Wir brauchen hier in Mannheim Hannas. Wir brauchen hier in Mannheim Simeons. Wir brauchen hier in Mannheim Johannes, die Propheten, die ihre Stimme laut schreien, durch ihre Stimme.
Wenn wir so bleiben, sagen wir, komm, Herr, mein Haus, ich brauche ein neues Haus. Oh Herr, meine Frau ist nicht schwanger, seitdem ich verheiratet bin. Herr, meine Ackerfeld, Herr, meine Kühe, Herr. Gott kann uns das geben, aber die Stadt wird zugrunde gehen. Aber wenn wir Kühe brauchen, wenn wir Lämmer brauchen, wenn wir Kinder brauchen, wenn wir Frauen brauchen, wir sagen, Herr, diese Stadt brauchen wir. Warum? Weil du kannst Kinder haben, du kannst Lahme, aber du lebst in Armut. Aber wenn du die Stadt hast, du hast die Reichtum der Stadt auch. Amen. Das sind die Geheimnisse des Gebetes. Ich bete, wisst ihr, meine Frau ist seit ihrer Kindheit krank. Sehr krank. Ich erlebe eine Frau 2 Wochen krank, 2 Wochen gesund. 2 Wochen krank, seit ihrer Kindheit. Seit ihrer Kindheit. Aber soll ich deswegen meine Frau aufgeben? Soll ich sagen, ich will nicht mehr? Ich erkläre euch, wenn die Krankheit kommt, ich bin nicht mehr ihr Mann. Aber wenn die Krankheit geht, ich bin ihr Mann. Versteht ihr? Es ist eine Last, die ich tragen soll. Ich trage meine Frau seit 16 Jahren. Ich weine vor Gott, ja. Ich schreie vor Gott, ja. Aber Gott sagt, ich werde in meiner Zeit. Ich habe versucht, Männer Gottes kamen von überall, haben gebetet. Nichts ist geschehen. Manchmal habe ich gezweifelt, dass ich ein Mann Gottes bin. Manchmal kam meine Frau und sagt, jemand hat gerufen, du hast gebeten, Wunder ist geschehen. Der hat gebetet. Ich sage, ja, aber ich meine eigene Frau, keine Wunder geschehen. Meine eigene Frau, keine Wunder geschehen. Aber der Herr sagt, freu dich. Der Herr sagt, freu dich. Amen. Denn die Kinder der vereinsamten Frau werden mehr wie die Kinder der Frau, die gebären könnte. Die Herrlichkeit, er sagt, wer hat dieses Haus in ihrer ersten Herrlichkeit gekannt? Die Bibel sagt, als man dabei war, dieses Haus zu entweihen, die Priester haben geweint. Warum? Die Herrlichkeit war nicht mehr dieselbe. Die Herrlichkeit war nicht mehr dieselbe. Die haben gesehen, das erste Mal als das Haus, wow. Aber wie gesagt, die letzte Herrlichkeit dieses Haus. Und wir sind dieses letzte Haus. Die Herrlichkeit dieses letzte Haus. Wir sind dieses letzte Haus, die Gemeinde Gottes. Du musst durch bestimmte Dinge in dein Leben gehen, um Jesus zu begegnen. Du musst durch bestimmte Dinge gehen, um Jesus zu begegnen. Wenn du irgendwo, ja, du, alles hast du gehabt, alles hast du erlebt, alles. Du musst durch bestimmte Dinge in dein Leben gehen. Sag, Herr, erlaub Dinge in mein Leben, die führen werden, dass die Einigkeit mit dir nicht mehr wankt. Dass keiner mehr in der Lage ist, denn ich kenne meinen Erretter. Ich kenne meinen Gott. Nicht von Hören, sondern von Sehen, von Begegnen. Halleluja. Amen. Es gibt Zeit in deinem Leben, wo Satan dir erscheinen wird. Genauso wie Jesus Christus. Satan kommt und sagt, komm, du bist doch der Sohn Gottes. Sag das diese Steine. Komm, du bist doch der Sohn Gottes. Deine Frau ist immer krank. Heil sie, ich sehe. Das habe ich erlebt. Ich komme gerade, ich habe für eine Familie gebetet. Gott hat Wunder getan. In der Beifahrer. Wer war eingeladen? Der Satan. Er sagt, du hast Wunder getan. Was erwartet dich zu Hause? Elend, Chaos, Krankheit, alles. Ich schaue und sage, du hast recht. Aber mein Erlöser ist in diesem Chaos. Mein Erlöser. Manchmal Gott erlaubt, dass Chaos in deinem Leben stattfindet. Ja, es schockiert dich, aber manchmal Gott lässt zu Chaos, dass du in einen Punkt erreichst, dass kein Mensch in der Lage ist, dir zu helfen. Denn Menschen sagen immer, ja, weil ich sie weil ich ihnen geholfen habe. Gott sagt, nein, meine Ehre bekommt keiner in dein Leben. Sag, Herr, deine Ehre, keiner bekommt das in mein Leben. Keiner. Keiner bekommt deine Ehre. Sogar ich selbst bekomme keine Ehre. Du allein bekommst die Ehre.
Wir sind eine Generation von geopferten Männern und Frauen. Warum? Weil Gott möchte durch uns seine Herrlichkeit. Es ist die Zeit der Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Es ist die Zeit der Offenbarung der Kraft Gottes. Ich sehne danach, ich strebe danach, die Zeit, wo Gott so ein Gräß, eine Schau, paff, Wunder, paff, Heilung, paff, ja, ich glaube fest, denn der Gott der Apostelgeschichte ist derselbe Gott heute. Der Gott, der durch die Hand Paulus gewiegt hat, Petrus, Johannes, er ist nicht tot, er ist noch am Leben. Er ist der ewige Gott. Und dieser Gott ist in der Lage, dein Leben zu benutzen. Ich habe noch heute Morgen über diese Blinde, der geheilt wurde mit Staub, der Jesus Christus, ja, man sagt, ist es seine Eltern oder er, der gesündigt hat? Man sagt, nein. Gott wollte seine Herrlichkeit. Gott kann durch deine Blindheit seine Herrlichkeit bringen. Gott kann durch deine Schwachheit seine Herrlichkeit bringen. Er ist souverän. Herr, mach aus meinem Leben, was dir gefällt. Auch wenn es mir nicht gefällt, mach aus meinem Leben. Ja, mach aus mir, was dir gefällt. Führ mein Leben, wie du willst. Ich gehöre mir nicht mehr. Ich gehöre dir allein. Amen. Ich gehöre dir allein. Ob ich lebe, lebe ich für dich. Ob ich sterbe, sterbe ich für dich. Ob ich esse, esse ich für dich. Ob ich nichts zum Essen habe, ja, für dich. Für deine Ehre. Ab dem Moment, wo du auf dein Leben verdichtest und sagst, Gott hat den ganzen Vorteil über dein Leben. Nichts wird mehr unmöglich sein, dein Leben. Nichts wird unmöglich sein. Nichts wird unmöglich sein. Du wirst Sachen befehlen, es wird passieren. Du wirst Hände auflegen, es wird geschehen. Nichts wird unmöglich mehr sein. Ich kenne keinen Mann in der Bibel, der mit Gott gewandelt ist. Und Gott hat ihn enttäuscht. Ich kenne keinen in der Bibel. Ich kenne keine Frau, sogar Deborah. Bala geht zu Deborah und sagt, geh mit mir. Deborah sagt, wenn ich mit dir gehe, die ganze Ehre wieder. Die sind gegangen, haben besiegt. Frauen in der Bibel haben die Siege errungen. Wer hat David errettet? Eine Frau. Eine Frau hat David, Abigail. Wenn Abigail nicht David nicht Erkenntnis gehabt hatte und David blockiert, David hätte Blut gegossen und der Reich David wäre zugrunde. Und die war Prophetin. Schau mal, die hat prophetisch gehandelt. Die hat über das Leben David prophezeit. Ist nicht so? Die hat prophezeit. Warum? Die hat in dem Leben dieses Mannes, David, die Zukunft gesehen und durch ihr Gebet hat sie diese Zukunft blockiert. Was, wie sagt man? Nicht blockiert, sondern apply, to herbeigerufen. Ja, herbeigerufen. Eine Frau. Die Frauen haben so viel in der Bibel bewegt. Aber diese gesetzlichen Männer sehen das nicht. Wer hat David? Eine Frau. Wer hat Elia im Dienst bestätigt? Eine Frau. Elia musste zu dieser Frau gehen, die mir sagt, diese Frau hat David, Elia ernährt. Mit Brot, Honig, was war das? Man sagt, es war die geistliche Mutter, Elia. Hat Elia für seinen Dienst vorbereitet. Und als Elia fertig war, Elia hat ein Wunder in ihr Haus getan. Und durch diese Wunder hat die Frau gesagt, dieser Mann ist ein wahrer Mann Gottes. Das ist Bestätigung. Und ab diesem Tag, 1. König 17, 1. König 18, geht Elia im Kampf. Gott ist sehr komisch. Er bringt dich irgendwo, bereite dich. Amen. Halleluja. Halleluja. Können wir aufstehen?
Ich rede nicht so, um die Gemeinde schwarz zu malen. Ich möchte, dass alle, die mich hören, mich nicht falsch verstehen. Ich rede nicht, dass wir die Beste sind. Nein, Fan. Ich rede nicht, dass wir eine neue Gemeinde sind. Die Gemeinde heißt die Gemeinde Deutschland. Aber wir sind Teil von dieser Gemeinde. Und wenn die Gemeinde die Nation zugrunde geht, wir gehen alle zugrunde. Deswegen wir hier in Tabernacle Church, wir können nicht Gott in Ruhe lassen, solange der Zustand der Gemeinde so ist. Aber wie ist der Zustand der Gemeinde? Wir müssen das sehen, erkennen, dass die Risse da sind, dass die Mauer zertrümmert sind. Ich rede nicht von den ganzen Gemeinden. Es gibt Gemeinden, die sehr wunderbar mit dem Herrn wandern. Aber ich bin nicht zufrieden, wenn nur ein, zwei Gemeinden gut waren. Ich möchte die Gemeinde in Deutschland wirklich leuchten sehen. Es ist mich, ich, meine Gedanken. Ich möchte sehen, dass Dienste, ich möchte hören, es gibt einen Apostel in Hamburg, der gerade viel Wunder bewegt, der gerade viele Menschen zum Herr führt. Es gibt einen Prophet in Dresden. Oh, es gibt 10 Propheten in Köln. Es gibt 30 Lehrer in München. Ich möchte das hören, diese Nation. Ich möchte lehren, eine Evangelistin hat gerade Düsseldorf durcheinander gebracht. Leute bekehren sich. Und dass wir auch dort rennen, um da diese Dinge schauen. Das ist meine Gebete. Denn wenn du nur in Kamerun, hast du über 10.000 von Propheten in Kamerun. Ob wahr oder falsch. Jeder will Prophet, Apostel, Lehrer sein in Afrika. Jeder, der bekehrt ist, will Prophet. Und wir haben heutzutage wie Joshua Selman, der ein wunderbarer Mann Gottes. Jeder will sein wie er. Ich auch. Ich träume von der Salbung, was dieser Mann hat. Ich träume von der Salbung, was John Eckhart hat. Was Rebecca Brown, die Welt der Finsternis konfrontierte. Es waren Generale von Glauben. Gott kann dasselbe. Ich habe gesehen, der Joshua Selman, der war, ich denke, heute oder gestern in Kenia. Wow, wow. Ich sage, wow, was Gott mit diesem Mann zur Zeit macht, ist unglaublich. Ist unglaublich. Ich frage mich, wie wir so einen Mann hier kriegen können. Wir brauchen Apostel, die kommen und deklarieren über Deutschland. Gott, öffne uns die finanzielle Möglichkeit. Ich meine nicht, dass ich unbedingt, nein, es sind Dienste. Wenn du die hörst, du merkst, wow, wow. Aber ich sage, Herr, nicht nur in Afrika, wir wollen sowas hier in Deutschland auch erleben. Es gibt genug Propheten, Apostel in Nordamerika, in Afrika. Wir sollen auch in Europa, ja, das sehen. Dass junge Deutsche danach streben, Apostel zu, Aposteldienst. Herr, was ist mein Dienst? Du bist Apostel. Wow, Herr, danke. Man freut sich nicht oft, wenn man einen Dienst berufen wird. Aber ich freue mich, dass Gott genug Apostel, Propheten hier in Europa bringt. Das ist eine meiner Gebete. Dass aus dir ein großer Dienst wird. Dass aus dir ein mächtiger Dienst, damit Satan mal Schläge bekommt, dass sein Reich geklaut wird, dass wir dort eintreten durch die Dienste und die Seele holen. Halleluja. Weil wenn ich diesen Mann höre, er bringt Reformation in den Dienst, der Joshua Selman. Er bringt Reformation in den Dienste. Genauso wie der Apostel John Eckhart, er hat der prophetisch so weit bewegt. Nicht nur der prophetisch, apostolisch so weit bewegt. Wenn du die Lehre hörst, das hat mein Leben, als ich anfing zu dienen, so viel geprägt. John Eckhart kam in der Schweiz, damals mit ungefähr 50 Propheten. Er hat Propheten in seinem Dienst, sehr viele Propheten ausgebildet, hat die in der Schweiz, in Yverdon gebracht. Die haben dort eine Woche lang mit verschiedenen Männern Gottes, die haben über Europa prophezeit. Wir waren in Israel, wir haben der Prophet Rick Reading auch begegnet.
prophezeien seine Gemeinde über die Nationen. Und ich glaube, dass in Deutschland sowas auch passieren kann. Halleluja. Es ist mein Traum. Ich traum davon, dass wirklich Männer und Frauen Gottes mit mächtiger Salbung in diese Nation, die keine Kompromisse machen, die keine Abkommen mit dem Feind haben, aber die Abkommen mit Gott. Halleluja. Die einen Bund mit Gott machen. Denn Gott, mit jedem Mann Gottes macht Gott einen Bund. Wenn er dich beauftragt, er macht einen Bund mit dir. Und dieser Bund ist gebunden mit deinem Dienst. Und in diesem Dienst gibt auch eine besondere Salbung, der zu deinem Dienst gehört. Und gibt auch Begabung, die zu diesem Dienst gehört. Damit die Gemeinde, das Ziel der Dienste, ist die Gemeinde zu erbauen, zu errichten, die Gemeinde wieder stark zu machen. Dass aus der Gemeinde mächtige Jünger, wie Ananias, der die Hände auf Paulus legte, dass mächtige Jünger, wie Stephanus, der Himmel sah, er hat die ganze Bibel zitiert. Könnt ihr euch vorstellen? Er war unbelehrt. Aber er hat die ganze Bibel von 1. Mose bis zu 5. Mose und die Propheten dazu, er hat alles zitiert. Das ist unglaublich. Und du hast mehr, du bist mehr wie Stephanus. Halleluja. Vielleicht hast du einen größeren Dienst wie Paulus. Vielleicht bist du mehr wie Petrus. Halleluja. Sag Herr, offenbart mir, wer ich bin. Offenbart mir, was ich habe als Begabung, als Dienst. Offenbart mir, Herr, den Wege. Fäng an zu beten. Halleluja. Die Wege, Korea, Bashata, Rabba, Baba, Haba, Baba, Bashato, Reba, Kato, Sete, Igato, Riba, Kanto, Shata, Rebosa, Mando, Riba, Kanto, Shata, Kariba, Katosha, Herr, im Namen Jesus Christus, offenbart mir mein Auftrag, Herr, die Wege, die du mit mir gehen möchtest, Herr, die Pläne, die du in mir hast, Halleluja, Mande, Reba, Shah, die Pläne mit meinem Haus, mit meinen Kindern, mit meiner Frau, die Pläne in diesem Nation, in dieser Stadt. Oh Vater, offenbart, Herr, wie wir wandeln sollen, was wir machen sollen, Herr. Offenbart uns, Herr. Öffne unsere Augen, damit wir sehen, Vater. Öffne unsere Ohren, damit wir hören. Wir wollen gemeinsam mit dir dienen. Wir wollen gemeinsam mit dir diese Nation und Nationen dienen. Masata rebakatosha, ikata ribakatosha taka, mekanto ribakanto santa rebos, mekante ribakanda reba baba, mashoto ribakanto risataka, mekanto rebakanto shata, ikanto ribakanto shata rebosa, Deriba kande riba karia shato robos mekante riba kanto shata rebosa manderebo kande riba kanto shata ekanto reba kanto shanta reba kanto sa mekanto riba kanto shanta reba baba mekanta riba kanto shata ka reba katosha ekanto riba kata shata ka hab erbarme Herr, zeig uns Herr, wie wir machen soll, wie wir uns bewegen soll, was wir uns bewegen soll. Oh Herr, im Namen Jesus Christus, denn du sagst, ich kenne die Gedanken, die ich für euch habe, Herr. Offenbart uns deine Gedanken, Herr. Offenbart uns deine Gedanken, Herr. Offenbart uns deine Visionen, Herr, für diese Nation, Herr. Offenbart uns deine Visionen, Herr, für diese Stadt, Herr. Offenbart uns deine Visionen, Herr, für die Nationen, Vater. Im Namen Jesus Christus, Halleluja. Materi bakato shata, ekata rebakato shata rebaba, ikato rebaba baba sete rebos, ikanto rebakanta shata. Karababa, zeig uns unsere Dienste, Herr. Zeig uns unsere Berufungen, Herr. Zeig uns unsere Begabungen, Herr. Zeig uns den Weg, Herr. Die Wege, die wir gehen sollen, Herr. Masse und die Wege, die wir nicht gehen sollen, Herr. Masa toreba kantosha, ikanto reba ba 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 sheterebos, ikanta raba kantosha takarebosa, ikanta reba ba 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 sotorebosa, ikanto reba kantosha takarebosa, mande reba canto shete rebosa.
Oh, Halleluja, bete, bete. Sag, Herr, du hast mein Haus berufen. Zeig uns unseren Auftrag, Herr. Du hast meine Frau berufen. Zeig uns den Auftrag meiner Frau. Du hast meine Kinder berufen. Zeig mir die Aufträge. Auch wenn deine Kinder nicht im Glaube sind. Ich glaube, dass deine Kinder einen Auftrag Gottes haben. Dass deine Kinder umkehren können, deine Brüder, Schwestern. Und dass sie den Herrn dienen werden. Im Namen Jesu proklamiert das prophetisch. Halleluja, deklariere, der Feind kann mir meine Kinder nicht rauben. Der Feind kann mir die Bestimmung meiner Kinder nicht berauben. Ich trete dagegen im Namen Jesus Christus. Meine Kinder sind Propheten, Apostel. Meine Kinder sind Pastoren, Evangelisten. Meine Kinder sind Lehrer des Wort Gottes im Namen Jesus Christus. Ich sehe das, ich deklariere das. Ich proklamiere das im Namen Jesus Christus. Matarabakato shete rebosa. Mande rebakata shata ekante ribakando rebosa machete ribakanto rebababa. Vater, sende deine Regen in diese Nation, sende deine Regen in deine Gemeinde, sende deine Regen, Herr. Es ist die Zeit der Spätregen, Herr. Es ist die Zeit der Spätregen, Herr. Machete rabakando rebosa. Sende deine Regen in mein Haus, in meine Frau, meine Kinder. Erfrische, Herr, deine Regen, Vater. Halleluja, mein Haus soll erfüllt werden von der Regen Gottes. Matere baba baba baba. Bete für dein Haus, bete für dein Haus, bete für deine Frau, deine Kinder, bete für deine Bestimmung. Halleluja. Mandere bakando reba baba baba. Schmeiß dir die Lüge des Teufels, schmeiß dir die Lüge der Schlange, schmeiß dir die Angriffe raus. Sag, ich trete als Priester in mein Haus, ich trete als Wachwächter in mein Haus, ich trete in mein Haus im Namen Jesus Christus. Ich proklamiere Durchbruch in mein Haus. Ich proklamiere Sieg in mein Haus. Ich proklamiere, ich bin ein Priester Gottes und ein König. Meine Frau, meine Kinder sind Priester und Könige. Und wir sind berufen zu siegen im Namen Jesus Christus. Und jede Waffe, die gegen meine Frau, meine Kinder gerichtet ist, ich trete dagegen. Ich trete dagegen. Ruf deine Kinder bei Namen. Nenn die Namen und sag, ihr kommt zum Herr. Ihr begegnet den Herr. Ihr hört die Stimme des Herrn. Im Namen Jesus. Sag, ich öffne die Ohren meiner Kinder im Geist. Ich proklamiere, dass meine Kinder den Herr dienen werden. Meine Frau Korea, meine Brüder und Schwestern. Oh, Rabba, Baba, Baba, sag, jede Kette, jede Abkommen, die deine Familie blockiert, sich zu bekehren, lass diese Abkommen brechen. Herr, zerstöre die Abkommen, zerstöre die Bindungen, im Namen Jesus Christus, durch das Blut des Lammes. Jede Abkommen, jede Lüge des Feindes, jede Samen der Schlange in dieser Nation, in dieser Stadt, die Wege Gottes blockiert, die müssen brechen, die müssen brechen, die müssen brechen, die müssen brechen, die müssen brechen. Die Schlossen werden gebrochen durch das Blut Jesus, durch das Blut Jesus, durch das Blut Jesus, durch das Blut Jesus, im Namen Jesus Christus. Oh, wir geben den Blut des Lammes als Opfer. Wir geben den Teufel der Blut des Lammes in diese Stadt. Das Blut des Lammes ist die Währung, ist die Bezahlung für die Seele in dieser Stadt, in dieser Nation. Jesus Christus hat schon bezahlt. Satan, Jesus hat bezahlt. Durch dein Blut, durch sein Blut, durch sein Blut, durch sein Blut. Wir gießen den Boden Mannheim mit dem Blut des Lammes. Wir gießen den Boden Deutschland mit dem Blut des Lammes. Wir reinigen den Boden. Wir reinigen die Gewässer, wir reinigen die Berge, wir reinigen die Luft dieser Nation, dieser Stadt, wir reinigen die Wälder, überall wo Dämonen ihre Altäre gebaut hat. Wir proklamieren das Blut des Lammes, wir proklamieren das Blut des Lammes, wir proklamieren das Blut des Lammes, wir etablieren das Blut des Lammes, das Blut des Sieges, im Namen Jesus. Die Bibel sagt, ihr habt überwunden um das Blut des Lammes und das Wort eurer Zeugnisse. Shataraba, Ekataria Bakata Shatorobos, Ikatore Baba 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 Baba, Mesatare Katakato Shotorebo, Mekatariba Kato Shataka, Ikataria Baba Baba Sheterebos, Ekataraba Koto Shatana, Ikatore Bakato Sheterebo, Ekatoriba Kata Shataraba, Ekataria Kataka Shotorebo, Ekatakato Kata. Ich bin mehr als überwinden im Namen Jesus Christus.
Ich bin mehr als Überwinder durch das Blut des Lammes. Ich breche durch. Die Gemeinde bricht durch. Wir brechen durch in diese Stadt. Wir brechen durch in diese Nation. Wir brechen durch im Namen Jesus durch das Blut des Lammes. Halleluja. Es steht geschrieben, die werden gegen uns kämpfen, aber die werden uns nicht besiegen. 1000 werden auf unsere Seite fallen. 10.000. Ja, ihr fällt jetzt. 10.000 fallen jetzt. Über 10.000 fallen jetzt. Im Namen Jesus Christus in diese Stadt, in diese Nation. Die Werke der Finsternis. Es steht geschrieben, die Samen der Frau, wie gegen den Kopf der Schlange zertreten. Wir treten gegen den Kopf der Schlange. Wir treten gegen den Kopf der Skorpionen. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Danke, mächtiger Gott. Oh Herr, was wäre unser Leben ohne dich? Wir danken dir, dass du uns erkauft, errettet, dass du an mich gedacht hast, Herr, an meine Familie. Ich danke dir für die Errettung. Ich danke dir für die Freiheit. Ich danke dir, Vater, für die Heilung in mein Haus. Halleluja. Ich bin überzeugt, dass du der Herr am Wiegen bist. Ich danke dir für den Sieg. Ich danke dir für den Durchbruch in dieser Nation. Halleluja. Oh, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn. Meine Seele freut sich an dem Herrn. Meine Seele lobe den Herrn. Meine Seele sei nicht müde. Meine Seele sei nicht betrübt. Meine Seele freut sich an dem Herrn. Denn dein Herr, der Herr ist dein Gebiet. Der Herr ist mein Erlöser. Der Herr ist meine Kraft. Die Bibel sagt, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der rechte Herrn laut hin und wird es errettet. Herr, dein Name ist meine Siegesbahn, Halleluja. Dein Name ist der Siegesbahn in dieser Nation, Halleluja. Hey, hey, karaba, baba, baba, setereba, ekata, kata, shataka, ribakato, sata, mekataka, ribakato, shataka, ribakato, mekato, rikata, kata, kataka, mekata, sataka, sataka, seteke. Der Name des Herrn ist der Siegesbahn in dieser Nation. Der Name des Herrn ist der Siegesbahn in dieser Nation. Ma, seteribo, kata, aber danke, Vater. Halleluja. 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 Der Herr regiert. Halleluja. 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 Der Allmächtige regiert. Halleluja. 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 Der Herr regiert. Halleluja. 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 Der Allmächtige. Shayo, kannst du mal kurz im Keyboard? Korea, baba, baba, mekatara, baba, baba, shatara, baba, mekatara, baba, 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 sheteri, baba, matara, baba, baba, sheteri, baba, baba, maturi, bakari, bakantori, baba, baba, mekata, shatakeri, bakata, satakari, ba, mayakata, satakari, bakatosha, mekanteri, bakantori, ba, shatara, baba, mekanteri, bakari, shataya, baba. Me kantere ba 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 ba, ma shatare ba kanteye ba 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 ba. Me kantari ba karia shatara ba 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 ba. Laute koria ba 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 shetere be be be. Mora ba 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 shetere ba 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 ba. Oh shate ika 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 shaya kato. Oh shetere ba kato shatare ba kata shata. Oh Baba Baba Baba, öffne unsere Augen, Vater, öffne unsere Augen, Vater. Eria Baba 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 Baba, Shata. Indere Bebe Bebe, Mora Baba 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 She, Masai Kata. Mikata Kata 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 Shata. Mikata Kata 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 Shata Kata 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 Shata Kata 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 Kata
The himmel is open. The himmel is open. The himmel is open. The himmel is open. Ora kata 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 kata. E kata 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 shata karo koto koto. E kata kata kashata kare kata ka. E kata kashete keri kata 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 ka. Oh, the hair is there. The hair is there. The hair is there. Visionen, Offenbarungen. Hör die Stimme des Herrn. Hör die Stimme des Herrn. Hör die Stimme der Allmächtige, der Allgegenwärtige. Hör die Stimme des Herrn. Harebosha. Matere kata ka so eka 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 shata kata sete ke katoka. Ekata rakata kata kashete ke rekataka materi bakato ekata ikato sataka matore kataka shete ribakato mande ribakata shataka rebakato eba ba ba shete rebakato kataka mekabete das de herdia hallelujah auslegung gebe der Sprache korakata kata kata mekataka de Herr öffne deine Ohren damit du hört und versteht was gerade in der himmlischen Region passiert. Der Herr öffne deine Augen, damit du siehst, Visionen, offene Visionen sind gerade da. Offene Visionen sind da. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. 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 Majestät. Majestät. Majesty, here I am, here I am to, here I am to say that you're my God, you're all together one, all together one, that to here I am, here I am, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're all together, one, all together, one, the to here I am, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're all together, hey, all together, wonderful. To me, I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs. Hallelujah. To see my sin upon, I never know, hallelujah.
deine Wahrnehmung, how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Majesty, 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 sing together, Majesty, hallelujah, Majesty, sing with the heart, Majesty, Majesty, hallelujah, Majesty, Majesty, Korabasete reba kata shata, Mandere bo kata shata reba kata re kata shotorobosa, Mekato reba kata shata reba kata yekata sete rebosa. Mekato riba kato riba kata shato riba kata ikata. Mekato riba kanta shete riba kanto shata. Mekato riba kanta yakato sataka riba kata shata. Mekato riba kata shata riba kata ikata. Mekato riba kato shate riba kata ke kato. Ikato riba kata shete rebosa ya baba 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 baba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The heaven is open. I can see the whole heaven open. We thank you, Lord. The grace of God is flowing. The anointing of God, the Salbung Gottes, ström, 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 ström über dein Leben. Der Herr hat deine Gebet gehört. Der Herr hat deine Flehen gehört. Le Seigneur a entendu les cris de ta voix. Il est descendu. Er ist hier herabgekommen. Der Herr ist da. Le Seigneur est là. Dans sa majesté, sa puissance. In seiner Herrlichkeit und seine Kraft. Der Herr ist da. Wir danken ihm. Danke, Vater. Wir vertrauen dir. Nous te faisons confiance, Seigneur. Car tu es Dieu. Denn du bist Gott in unserer Mitte. Wir sind nicht allein in diesem Kampf. Wir sind nicht einsam. Nous ne sommes pas seuls. Du bist mit uns. Deine Kraft ist mit uns. Deine Engel sind da. Des Anges sont là. Deine Engel. Wir danken dir, denn du gib uns diese Stadt und diese Nation. Tu nous donnes la ville, la nation et les nations. Merci Seigneur, danke. Danke, 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 Vater. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du da bist. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Wir begrüßen die Gegenwart des Geistes Gottes. Ich sehe das Bild von Jesaja in Kapitel 6. Er sah die Herrlichkeit Gottes.
Es war der Beginn einer Geschichte zwischen Jesaja und dem Herrn. Gott startet auch eine Geschichte mit dir. Le Seigneur commence une histoire avec toi. Une histoire d'amour. Eine Liebesgeschichte wird geschrieben zwischen deinem Leben und Gott. Der Herr sagt, dadurch, dass du dich entschieden hast, seine Wege zu gehen, dass du dich gedemütigt hast, er hat angefangen, ein Buch mit dir zu schreiben. Ein Buch voller Liebe, voller Offenbarung, voller Erkenntnis. Und der Herr sagt, ich werde mich dir so erweisen, so zeigen, in einer Art, was dich fast erschrecken wird. Aber es wird meine Art sein. Ich werde dir Sachen offenbaren und zeigen, die dir noch nicht bewusst sind. Dadurch, dass du dich entschieden hast, nach mir zu suchen, ich werde mich finden lassen, aber nicht wie du dich vorstellst, aber noch Gewaltiges, noch Starkes, noch Mächtiges. Vater, ich danke dir dafür. Du hast uns vom Tod geholt. Aus Staub hast du uns geholt. Wir waren nicht unnächtig. Wir waren wertlos. Wir waren hoffnungslos. Wir lagen im Tod, zertrümmert. Menschen haben uns verachtet, haben nicht nach uns geschaut. Andere haben gesagt, nichts Gutes kann an uns kommen. Menschen haben uns aufgegeben. Aber du hast uns nicht aufgegeben. Du bist uns erschienen in unserer Elend, unserer Hoffnungslosigkeit. Du hast uns mit Leben erfüllt. Deine Liebe hast du als Samen in uns eingepflanzt. Dein Wort hast du in uns eingesteckt. Du hast uns ausgerüstet. Und du hast uns Botschafter des Friedens genannt. Vater, ich danke dir dafür. Nichts kann uns hindern, deine Liebe, deine Wege zu gehen. Wir danken dir, Vater. Wir loben und preisen dich für deine Werke, für deine Wege, dass du uns als Werkzeug und Mittel gebrauchen, um dein Reich zu bauen. Wir danken dir dafür, Vater, für diese Ehre. Wir danken dir, dass du als lebendiger Gott, als mächtiger Schöpfer von ganz Universum, dass du in uns lebst. Das ist ein Wunder. Das ist so mächtig, Herr. Das ist so gewaltig, Herr. Und wir sind überzeugt, dass gemeinsam mit dir wir werden Gewaltiges vollbringen. Gemeinsam mit dir wir werden die Werke Satan zertreten. Gemeinsam mit dir wir werden Siegen erringen. Gemeinsam mit dir wir werden neue Wege eröffnen. Gemeinsam mit dir wir werden Ketten zerbrechen. Gemeinsam mit dir wir werden Türen öffnen. Gemeinsam mit dir, Vater, Wunder werden geschehen, Zeichen werden geschehen, Toten werden aufgeweckt, Gefangene werden befreit. Gemeinsam mit dir, Herr. Wir loben dich. Wir lieben dich. Wir preisen dich. Wir erheben deinen Namen. Der Name, der über alle Namen steht. Und in diesem Namen soll jede Knie sich beugen. Und jede Zunge soll bekennen. Du lange wirst proklamieren, dass Jesus Christus ist Seigneur. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herren. Du bist der Herr der Herrscharen. Niemand ist dir gleich.
Wir beugen uns und beten an vor den Thron, nur Jesus. Barmherzigkeit und Liebe fliehen vor den Thron. Wir beugen uns, Halleluja. Wir beugen uns. Si tu ne comprends pas, reste dans l'ancien. Vor den Thron, ne Jesus. Barmherzigkeit und Liebe flieh vor den Thron. Yeah. Nochmal, wir beugen uns, Halleluja. Wir bleiben in, wir beugen uns. Wir beugen uns und beten an vor den Thron, Jesus. Hey! Barmherzigkeit und Liebe fließen vor den Thron. Nochmal, wir beugen uns, Halleluja. Wir beugen uns und beten an vor den Thron, ne Jesus. Barmherzigkeit, Halleluja. Barmherzigkeit und Liebe fließen vor den Thron, ne Jesus. Wir singen heilig, heilig, Saint, 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 est le Seigneur, Alléluia. Wir singen heilig, heilig, heilig. Wir singen heilig, heilig, heilig. Bist du Herr? Wir beugen uns und beten an vor den Thron, ne Jesus. Barmherzigkeit, hey! Und Liebe fließen vor den Thron, ne Jesus. Wir beugen uns vor den Thron, Halleluja! Wir beugen uns und beten an vor dem Thron, ne Jesus. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit und Liebe fließen vor dem Thron, ne Jesus. Here I am, here I am, worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're all together, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, you're my God. You're all together, Lord. All together, Lord. All together, wonderful to me. Makata ikata sataka riba katasha. Makata ikata koto riba kata shete riba katosa. Mekato riba kata shete ke riba katosata. Ikato rakata shete ke riba katoshataka. Mato riba kate ikataka soto riba katasha. Mando riba kata shete rebo katashata. And I bow before you.
I lost without you. Zach in das, hallelujah. And I'm lost without you. Ooh, I'm lost without you. Ooh, hallelujah. I'm lost without you. Ooh, I'm lost. I'm lost without you. And I'm lost without you. And I bow. I bow before you. And I'm lost. I'm lost without you. And I bow before you. I bow and I kore bakata sheka yakato babashi ekato sata ketakato sata ikato rikata kesheke kato ekato sata karibo kota sata ikato rakato sheta kato sataka ikato rekata sheta koto kata kata keta ekato sata kato ekato sata kato sata kitako ikato kata sheta kata. Hallelujah, Father, hallelujah. Hallelujah, Father, hallelujah. Hallelujah, Father, hallelujah. Rabba shete, ekato yakate shete kaya kato, ekato yaliendo rebo kata shete kaya basete rebo sha, ekato rebo kata shete kaya basete kosata, ekato shete kato shete ya baba shete ke. I bow before you, Lord. I bow before you, King of Kings, Lord of Lords. You alone are God, Lord. My heart confessed, my mouth confessed that you alone are God, Lord. There is no one like you. You are the King of Kings, the Lord of Lords. You are the Ancient of Ages, hallelujah, Lord. I thank you, Lord. I praise your name, Lord. I worship you, my life, with my life, Lord. I thank you because you have chosen me, Lord. I thank you because, hallelujah, the living God lives in me. We thank the Lord, hallelujah. I give you all the praise and the glory, Lord. You deserve it, Lord. No one deserved, no one else than you, Lord. No one else than you, Lord. No one else than you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. The King of Kings is here. The King of Kings is here. The King is here. The Head Shire is here. The Master Tore Evnet Oy Empor. Lass the König in diese Nation eintreten. Wer ist dieser König?
Könige. Er ist der Herr der Herrscher. Doch ahmte euch empor, damit der Könige in diese Nation eintritt. Wer ist dieser König? Es ist der Herr der Herrscher. Er ist der mächtige Gott, der tritt in diese Nation, um diese Nation die Errettung, Erlösung zu bringen. Tritt in diese Nation, Vater. Erbarme dich in diese Nation, Herr. Du hast es geschworen bei deinem Namen, Herr. Diese Nation gehört dir. Du hast es beschworen bei deinem Namen, Herr. Diese Nation gehört dir. Halleluja. Diese Nation gehört dir. Oh, 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 tu deine Wille, Vater, tu deine Wille, Herr, nicht unsere Wille, sondern deine, Vater. Nicht, was wir wollen, sondern was du geplant hast vor der Grundlegung des Welt. Du sagtest, Deutschland ist mein Sohn. Ich kannte Deutschland, Halleluja. Du kennst diese Nation und du hast diese Nation nicht aufgegeben, Vater. Die Söhne und Töchter dieser Nation werden zu dir kommen und auf die Knie gehen und bekennen, dass du allein Gott bist, Herr. Halleluja. 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 Gepriesen sei der Name des Herrn. Dein Blut ist für diese Nation geflossen. Dein Fleisch wurde zerrissen für diese Nation. Deine Tränen sind in diese Nation gefallen. Oh, yeah, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are. Oh,
Halleluja. Danke, Jesus Christus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Amen. Amen. Gott ist gut. Amen. Gesegneter Abend. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Amen. Gedenk daran. Der Herr ist mit dir. Und wenn der Herr mit dir ist, kann keiner gegen dich sein. Keiner. Keiner. Ich meine, keiner. Keiner kann gegen dir sein. Es ist unmöglich. Der Herr hat beschworen bei seinem Namen. Keiner wird dich bekämpfen und dich besiegen. Den Auftrag, den du bekommen hast, du willst es erfüllen. Die Verheißung, was Gott dir gegeben hat, es wird sich erfüllen. Gott ist kein Mensch zu lügen und kein Sohn der Menschen zu reuen. Alles, ich meine alles, was er sagt, erfüllt er. Du wirst es sehen. Noch vor Ende dieses Jahres, du wirst Sachen erleben. Gott wird dich überraschen. Dein Vater, dein Papa, er ist bei dir. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. None turning back, none turn. I have decided. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. The cross before me. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, not turning back, not turning back. Hallelujah. Not turning back. Gib den Herrn einen Applaus. Amen. Gott ist gut. Amen. Wir sind hier am Samstag um 9 Uhr. Amen. Wir wollen beten. Amen. Wenn du Zeit hast und Lust hast und Überzeugung hast, komm einfach. Amen. Und wir beten gemeinsam. Es gibt viel, Amen, wo der Herr uns beruft zu beten. Gott segne dich, gesegnete Abend. Bis Samstagmorgen. Amen. Komm gut nach Hause.
is great, so great, and we sing hallelujah. God is great, so great, and we sing hallelujah. A thousand hallelujahs is what we bring. A thousand hallelujahs, our offering. A thousand hallelujahs, creation sings that God is great. Yeah. So great. Creation.